In Lingen sind wir heute am 26. November und ja, das sind zwei Stück, die haben sich ganz lieb. Die waren bereits schon ein Jahr unterwegs mit ihrem Schätzchen von Emmert Fahrzeuge in Lingen. Da sind wir heute und die haben dieses Fahrzeug gebaut, aber nicht nur das. Sie haben auch das Fahrzeug hier gebaut, das phänomenal ist, wo wir noch ein eigenes Video drüber drehen werden, was ihr in der Form noch nie gesehen habt, was gerade mal 11, 12 Tonnen wiegt. Ich guck mal gerade, ja, 11 Tonnen wiegt und dir gehört. Hallo. Das ist richtig. Du hast uns hierher geschleppt. Ja, genau. Ich gucke also schon seit langem deine Videos mit großem Interesse und bin einfach der Meinung, dass ich ganz gerne meine Erfahrung mit diesem tollen Fahrzeug kundgeben möchte und einfach der Meinung bin, dass diese Firma Emmert bekannter werden muss. Die muss bekannter werden. Die haben eine Riesenhalle, nicht nur eine, sondern direkt drei Stück, machen alles selber. Man muss sagen, wenn man sich so das Fahrzeug ansieht, dann weiß man, so von der Form her, kennt man das von vielen anderen Herstellern, natürlich von einem. Und du hattest so ein ähnliches Fahrzeug fast 20 Jahre lang gefahren. Und erstmal hallo. 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 Das ist die, der? Das ist der Tom. Der Tom. So, der Tom ist 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Der ist topfit. Ihr habt einen neuen, kriegt er noch das? Ja, hier. Theo. Theo, Tom und Theo. Ja. So, und du bist die? Claudia. Claudia. Und du? Bernhard. Hallo Bernhard, ja. Du hast das Fahrzeug jetzt seit einem Jahr. Du hast das Fahrgestell hast du organisiert? Habe ich organisiert von Iveco West und bestellt im 2020, im August. Wurde im Februar 20 ausgeliefert und angemeldet habe ich es am 26.06.2020. So. Ihr seid nicht weit weg hier vom Standort, 50 Kilometer nur. Ja. Das hat euch natürlich extrem in die Karten gespielt, oder? Ja, das war ein Grund mit, dass wir zur Firma Emmert gegangen sind. Weil wir haben uns lange umgesehen nach einem Aufbauer, die ja meistens alle in Süddeutschland beheimatet sind. In Bayern, Stuttgart, Wir wollen also nicht, es gibt nicht nur Baden-Württemberg. Ja. Wir wollten nicht weit fahren und hier in Norddeutschland gibt es halt eben nicht so viel. Und drei, vier Aufbauer und unter anderem haben wir zufällig die Firma Emmert getroffen. Durch Zufall? Durch Zufall, ja, durch Zufall. Und ein Anruf, ein Termin und dann sind wir angefangen. Das war ganz interessant, denn die bauen normalerweise nur schwere Fahrzeuge. Und dann hat ihr gesagt, wir wollen ein Fahrzeug haben unter 7,5 Tonnen. Ja, ich habe mit Maria telefoniert und da sagt Maria, wir können nur groß und schwer. Ja, habe ich gesagt, dann wird das wohl nichts mit uns. So. Und ja, wir sollten mal trotzdem vorbeikommen und uns das mal ansehen und so weiter und so fort. Und dann wurde das was. Der Grundriss ist phänomenal. Die Maria wurde nämlich operiert am Rücken dreimal und seitdem kann sie nicht mehr so gut krabbeln, oder? Nee, ich kann nicht mehr in Alkoven. Das schaffe ich nicht mehr. Alkoven schaffst du nicht mehr? Nein. Das ist schade, denn der Alkoven ist eigentlich ganz toll. Aber ihr habt jetzt einen Grundriss. Ja. Der ist so phänomenal, dass wir ihn mal zeigen müssen, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Also das hat wirklich was. So, das machen wir gleich mal. Das Schöne ist, ihr seid hergekommen. Erstmal, ich sag mal, macht ihr natürlich ein bisschen Promotion für die Firma. Das ist, weil ihr selber Kunde seid. Ihr wurdet nicht dafür bezahlt jetzt? Nein. Schade eigentlich, oder? Och, was heißt schade. Die 50 Kilometer von Osnabrück hierhin sind... Ich zeig mal gerade was. Wenn man das da hinten sieht, das ist normalerweise, wenn ihr mal gerade mitkommt, so das normale Geschäft der Firma Emmert aus Lingen. Die bauen so ganz dezente Rettungswagen, zum Beispiel auf Unimog. Aber nicht nur auf Unimog, die machen alles selber. Du hast dir das vorher alles mal angeguckt. Ja. Also wie gesagt, wir haben einen Termin gemacht, sind hier am Freitag hingefahren und dann gab es eine Führung durch die Firma. Und also ob Metallbau, Tischlerei, Polsterei, Lackiererei, alles aus einer Hand. Die machen alles selber. Alles aus einer Hand. Und das Material hast du gesehen. Ich meine, ja. Wir sprechen hier im professionellen RTW-Bau und so weiter und so fort. Ich zeig das mal gerade. Da vorne ist die Werkstatt. Da werden wir morgen auch noch mal reingehen, ganz viele Extra-Videos drehen. Und die verwenden nicht irgendein Material, sondern sie haben extremen Leichtbau im Einsatz, der aber ganz stabil ist. Ja, sehr stabil ist der. So, das ist jetzt, weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so ist, das Material. Wir zeigen mal gerade, da hinten gibt es so ein bisschen ein paar Abfälle. Die haben so viele Maschinen hier, alles auf dem neuesten Stand, Lasersysteme, riesige Hallen. Ja, CNC-Fräsmaschinen, alles. Alles. So, und da vorne sieht man sehr schön, das ist so ein bisschen Material, was da ist. Das ist so eine Hallo Maria.
Mein Gott, das ist aber Zufall, dass ich dich hier treffe. Hi, willkommen, hi. Ja, erstes Video. Ich wollte mal gerade zeigen, dass hier so ein kleines bisschen so eine Krabbelecke von Sachen, die, ich sag mal, ihr getestet habt, umgebaut habt. Und hier sieht man mal so ein kleines bisschen, wie das Material hier besteht, Maria. Werkstoff. Nochmal bitte. WK in 17 mm Stärke. Daraus bauen wir dann die Möblierung für unsere RTWs und KTWs und NKTWs, ELWs 1 und 2. Also quasi. So, wenn du das jetzt mal übersetzt für Leute, die keine Ahnung haben. RTW, also Rettungsdienstfahrzeug, KTWs, Krankentransportwagen, Rettungsdienst, Wagen. ELWs sind Einsatzleitwagen für die Feuerwehr 1 und 2, Typ 1 und 2. Können wir uns heute noch mal anschauen. Und ja, Noteinsatz. Hast du auch eine Sirene? Hier. Ja, alles Blaulicht. Alles Blaulicht. Und wir dürfen ja auch hier, in der Halle dürfen wir sie mal anmachen, oder? Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Das stört keinen. Machen. Ja. Ja, jetzt nicht, jetzt machen wir mal ein Video. Aber die beiden hier, die waren so ein bisschen skeptisch, haben gesagt, wir hätten gerne ein Fahrzeug unter 7,5 Tonnen. Da habt ihr erst mal gesagt, nee, ja, da wird es schwierig. Und dann hast du gesagt, da kommen wir vielleicht nicht zusammen. Oder? Genau, da habe ich gesagt, dann wird das wohl nichts. Und dann sind wir angefangen zu rechnen. Und haben mal so aufgelistet, was wiegt. Ja. Was wiegt eine Klimaanlage? Was wiegt eine Trumaheizung? Und. Excel. Ja, genau. Und dann sind wir angefangen, wie gesagt, haben gerechnet, zusammengerechnet. Und ich sage so, jetzt erzähl mir, was wiegt deine Kabine und kommen wir klar. Und wir sind dann... Genau. Wir haben dann gesagt, also wir können schwer und groß und schwer und stabil und so weiter. Aber ja, das geht auch unter 7,5 Tonnen. Ist jetzt das Material bei ihm das gleiche wie hier? Oder? Also die Platte, da die wollte Platten. Ich eigentlich, dass der Tischler noch was dazu erzählt. Ja. Das sind diese Birken mit Multiplex-Platten. Warte, ich zeig das mal gerade an der Seite. HPA-Schichtstoff. Das ist Multiplex, das heißt, da verzieht sich nichts mehr, oder? Ja, das stimmt. Und HPA-Beschichtung, HPA ist ja quasi das Holzdekor in den unterschiedlichsten Farben, in den unterschiedlichsten Dekoren und ja. Unifarben. Das ist viel leichter, oder? Ja, es ist viel leichter als Naturholz, sage ich mal. Ja, klar. Oder als aber das hier, stabiler, das ist auch. Viel, ja. Okay. Als WK, ja, WK überdauert Jahrzehnte. Also ja, WK ist, ja, WK würde ist jetzt, sehr stabil. Würde jetzt gar nicht gehen. Also damit kannst du keinen Leichtbau machen mit WK, oder? Ich sag mal, das ist weiß. Ne? Das mögen die meisten nicht. WK jetzt zu beschichten wär einfach unsinnig. Aber man könnte zum Beispiel in, was wir auch ganz gerne machen, in Bädern da... Ach so, das verrottet nicht nichts. Ganz genau, ganz genau. Zeig mal gerade was. Ihr seid unglaubliche Weihnachtsfans, ja. Das kann ich mich hier mal gerade sehen. Denn ihr habt. Hat der Tischler gemacht, ja. Der Tischler, der hat an der CNC-Maschine so ein bisschen geübt, hat ein bisschen Langeweile, denke ich mal. Moment, den rufen wir dann kurz dazu. Gleich, das machen wir gleich, Maria. Du bist nämlich total aufgeregt. Du hast dann gesagt, wir werden bestimmt ein Dutzend Videos bei euch drehen. Ja, gerne. Wir gehen mal rüber nochmal zum Auto. Denn ich habe euren Unimog gezeigt. Ist das oft Unimog oder ist das eher die Ausnahme? Im Moment ist es die Ausnahme. Es wird öfters bestellt werden müssen, weil wir ja auch das Hochwasser erlebt haben dieses Jahr. Und der Katastrophenschutz, der wird da aufrüsten müssen. Aufrüsten müssen, ja, so. Leider. Das ist jetzt einer, ich sag mal, der kommt überall durch. Das haben wir jetzt drüben auch. Wir haben ein Allrad, Iveco. Keine Kundennamen oder sowas. Nee, auf keinen Fall. Das ist ein Rettungsdienstfahrzeug mit einem, also fertig ist er noch nicht ganz. Ne? Wir zeigen ihn morgen. Ja. Also das war noch ein kleines bisschen. Also, dieses Fahrzeug hier, ein Unimog, was ist das für ein Unimog, du weißt es? Das ist ein 1425er. Das weißt du alles, gell? So, der ist neu. Ja, der ist neu. Wurde aber uns beigestellt vom Kunden. Also ja, wir machen den Ausbau. Das ist mittlerweile auch schon der zweite. Ja, zweite, so, den er macht. So, da vorne steht noch ein Feuerwehrauto. Das ist von einem Kunden. Das wird in Kürze auch umgebaut. Da kommt morgen die Kabine. Werden wir auch ein eigenes Video zu machen. Wir kriegen morgen richtig große Autos. Wir kriegen alles. Aber das Auto hier... Das hat euch zunächst mal so ein kleines bisschen vor was Neues gestellt. Das heißt, ihr musstet viele Sachen überlegen. Ja, ein bisschen umdenken und schauen, dass wir da so ein bisschen kleiner denken und uns auf den Kunden komplett einlassen. Wir lassen die Katze aus dem Sack. Ja.
Okay, Bauzeit 4 Monate. Der Kunde hat den hergebracht am Februar letztes Jahr. Ja, genau. Und er war fertig nach 4 Monaten. Ja, genau. Also die beiden haben sehr gut mitgezählt. Für uns ist es ja dann immer so eine Sache, ne? Wenn etwas nicht klappt, dann brauchen wir ein bisschen länger. Aber die beiden haben mitgezählt. 4 Monate ist, denke ich mal, eine sportliche Geschichte, ja. Und wir sind da sehr stolz. Wenn ich das Video jetzt sehe und habe jetzt Bock auf so ein Auto, weil ja. viele haben ja zurzeit jahrelange Lieferzeiten, muss man ja. sagen. Und ihr baut so viele Fahrzeuge, ihr könnt die jetzt mit einbauen und ihr könnt auch zusichern, das geht richtig schnell, wenn das man geht im Vergleich schnell. Zu anderen. Schneller, genau. Und ja, wenn ihr mit uns bauen wollt, dann kommt zu uns. Genau. So ist das. So, Maria, dann bist du erstmal entledigt, denn ich mache mal kurz einen Rundgang. Bleib mal in der Nähe. Ich hole dich gleich nochmal ganz kurz. Denn das Fahrzeug hier ist nicht irgendein Grundriss, der aus der Schublade kam oder aus dem Rechner, sondern den hast du komplett designt, richtig? Naja, wir waren vorbelastet und diese Vorbelastung hat uns gut gefallen und so wollten wir es wieder haben. Wir wollten eine Hexitzgruppe und wir wollten 2 Einzelbetten. So, wichtig ist, du bist ein großer Mann, 1,90 Meter. Ja. Du bist jetzt schon ein bisschen kleiner geworden eigentlich? Ja, ich war größer. Man wächst ja im Alter in die Erde. Ne? Ja, das ist so. Das habe ich gehört, aber trotzdem 1,90 Meter. Das heißt, du warst mal 1,95 Meter irgendwann mal, oder ja. was? Ja. Aber ist ja nicht schlimm, ja. Das heißt, du kommst in die Schränke jetzt besser ran. Genau. So. Das ist immer der Fall. Aber wenn Leute 1,90 Meter groß sind, da sind viele Anforderungen, die da sind, die sich Leute, die vielleicht 1,80 Meter oder 1,70 Meter sind, gar nicht vorstellen können. Man braucht viel mehr Platz. Richtig, vor allen Dingen in der Toilette. Auf dem Klo. Das sagen wir gerade. Das steht auf Truma, ist das gut? Ist Diesel Truma oder Nö, Gas? Gas. Okay, mit Truma 6 oder was hast ja, du? Ja. Ja, das ist auch eine klasse Sache. Dann hast du hier einen Heckträger. Mhm. Ihr wart damit wo jetzt in dem Jahr? In Schweden. In Schweden. Mhm. War das gut? Ja, war keine Probleme gehabt. So, da oben, da ist noch was drin. Was ist da oben? Eine Antenne für fürs Internet. Fürs WLAN, fürs LTE. Ja. So, da haben wir es drauf. Das ist ja mal ein Träger hier, oder? Der ist ordentlich. Was ist ja, da drauf nochmal? Da sind 2 Fahrräder, E-Bikes drauf. E-Bikes drauf. Hast du keine Angst, dass sie geklaut werden? Ja, was soll ich machen? Allgemeines Lebensrisiko. Ja. ja. Man kann sie versichern. Du hast überall Airline-Schienen drauf gemacht? Ja, das soll mal eingehaust werden. Ja, aber ich finde das cool, dass man die sieht. Du hast dir dann den Laden hier angeguckt. Ich meine, du warst ja vorbelastet und hast dir überlegt, naja, können die das? Haben die das schon gemacht? Welche Autos hat man dir denn gezeigt vorab mal? Ich habe im Internet geguckt, da gibt es einige Filmchen. Und ich wusste, was ich wollte und Maria hat gesagt, das können sie. Das können sie. So, dann kommst du mal ganz kurz mal mit mir, dass wir das Ganze mal zeigen. Der ist jetzt 7,5 Tonnen. 7 Tonnen. 7 Tonnen hat er jetzt? Ja, der Iveco Allrad hat 7 Tonnen. Der hat 7 Tonnen. Zuladung, was kann er? Ja, der hat jetzt im fahrbereiten Zustand 5, 6. Ach, du kannst über eine Tonne? Ja. Ja. Im fahrbereiten Zustand. 5, 6. Ich meine 5, 6. Kann vielleicht auch 5, 6 haben, aber 5, 6. So, du hast ein anderes Fahrzeug. Du fährst normalerweise wo lang? Ja, ich fahre eigentlich überall dahin, wo es mir gefällt. Ja. In dem letzten Jahr bin ich, jetzt komme ich gerade aktuell aus Island wieder. Ja. Da bin ich 2 Monate gewesen. Ist das schön, Island? Traumhaft schön. Ja. Ich konnte dort 20 Jahre leider nicht hinfahren, weil wir immer Hunde gehabt haben. Ach, Hunde verboten, gell? Ja, ja, genau. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich aktuell keinen Hund. Deswegen habe ich die Gelegenheit jetzt genutzt. Und davor bin ich 2,5 Monate auf dem Balkan gewesen. Habe mir Albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro angeguckt. Davor Polen. Und in Tunesien bin ich im Winter gewesen. Also ich habe dieses Jahr ziemlich viel gemacht. Das ganz viel Komfort, das werden wir uns morgen mal angucken oder heute Nachmittag nochmal in dem Auto. Ja, ja. Und das ist hier ein bisschen anders. Ihr müsst ja auf jedes Gramm so ein bisschen achten. Trotzdem hast du es hinbekommen, so knapp über 5 Tonnen. Man kann ja auch Zeug reinmachen, wo man sich denkt, okay, das brauche ich dann mal, aber man muss schon genau rechnen, oder? Ja, nee, genau rechnen braucht man eigentlich nicht mehr. Aber man weiß ja, umso mehr Platz, umso mehr Shitkram nimmt man mit, ne? Shitkram, wir sind im Norden, du bist ein ehrlicher Mensch. Shitkram ist zum Beispiel? Naja, Sachen, die man eigentlich nicht braucht, ne? Die man aber mithaben muss. Okay, klasse. Ja, es gibt ganz viele Stauklappen, wenn du die mal gerade mal aufmachst. Da sieht man auch, der war so schön geputzt, jetzt bist du da die 50 Kilometer gefahren. Aber das spielt keine Rolle, die sind dicht. Und jetzt kann man es nämlich sehen, das wollte ich mal zeigen. Die Klappen sind dicht, oder? Ja, kann man nicht anders sagen. Also ich bin in Island mehrfach auch durchs Wasser gefahren, auch so tief, dass die Klappen oder die Staukästen beim Furten im Wasser gewesen sind und ich habe keine Probleme damit gehabt.
So, das sind ordentliche Scharniere. Du hast ordentliche Schlösser mit drin aus Stahl. Das heißt also, wenn du das Schloss nicht knackst, da musst du mit der Flex rein, oder? Denke ich, ja. Ja, denke ich, ja. So, was ist hier drin? Was habt ihr reingemacht? Ja, hier sind unsere Zelte drin, Stangen drin. Hier ist so Abschleppkram drin. Hier ist auch nochmal ein Vorzelt drin. Unsere Sitzhocker, die wir, wenn wir mal kurz irgendwo uns hinsetzen wollen, rausholen. Mhm. Ja. So, das ist der Serienallrad, der dabei ist. Ja. Der kann einiges, denn die Fahrzeuge sind beim Militär im Einsatz. Ist er denn leise drinnen? Jein. Er war anfangs ein bisschen laut. Aber das hat sich jetzt in der letzten Zeit, hat er sich wahrscheinlich, weil er eingefahren ist. Oder du das Gehör verloren hast. Ja, ja, oder so. Oder ich auch ein bisschen schwerhöriger geworden bin, hat sich das jetzt gegeben. Ist er sehr laut oder kann man sich flüstern unterhalten? Ja, doch. Unterhalten kann man sich. Ja, ja. Ja. Also du musst dich anbrüllen? Nein. Ist ja immer noch ein Allrad. Das ist ein Fahrzeug, das zum Beispiel Armee eingesetzt wird, das bei irgendwelchen Straßenämtern, also ich habe das mal gesehen, auf Schlechtwegefahrzeug, Energieversorger, die haben das. Ja. Man muss immer bedenken, ist ein Vierrad, permanent Allrad. Permanent? Permanent, okay. Allrad, wie auch der Unimog. Und die haben natürlich Fahr- und Laufgeräusche. Ich habe ja einen neuen Mercedes, muss ich sagen. Ja, und habe jetzt mal Allrad gefahren, die letzten 70 Kilometer, damit ich ihn besser reinkriege, muss ich sagen. Denn ich habe einen zuschaltbaren Allrad. Wenn du den nicht ab und zu mal anmachst, kriegst du den Gang nicht rein. Das ist das Problem, also das Getriebe. Und der ist ein gutes Stückchen lauter, wenn der Vorderrad zugeschaltet wird. Oder? Ja, das Verteilergetriebe macht halt eben Geräusche. Ne? Ja. Die Luft, dann die Geräusche von den Reifen, das sind ja nun auch keine, ja, ich sag mal, Autobahnreifen. Ne? Ja, aber trotzdem, das geht noch, das ging noch viel härter, oder? Ja, klar. So, das ist so praktisch Multi. Was ist hier drin? Sag mal bitte. Hier? Ja. Jo. Ein bisschen Werkzeug, ja. Stiefel, Reservetank, Montiereisen, solche Sachen. Du bist Ornithologe. Wer hat das erzählt? Das hat deine Frau verraten. Ich zeig mal gerade hier die Griffe. Das heißt, du schließt die und durch das Drücken werden die angezogen. Ja, so ziehst du die an. Dicht. Ja. So, Ornithologe heißt was? Du machst irgendwas mit wahrscheinlich die Informatik oder was ist das? Nee, Ornithologie ist Vogelkunde. Ja, habe ich ja gewusst. Ach ja? Deine Frau hat es mir erzählt. Also. So, ihr wart damit auf dem Treffen. Was hat dich bewegt, so eine Leidenschaft zu entwickeln für das Thema Fernreisen? Das mache ich schon seit 73. Wie 73? 1973. Im Bus, VW-Bus? Im VW-Bus angefangen. Ein T2? Damals war das T2, ja. Der erste war sogar noch ein geteilter. Was ist das denn? T2, T1? Ein T1, vorne mit der Scheibe oder was? Genau. Ja, genau. Okay, cool. Darf ich noch fragen, wie alt du bist? 70. Und du? 63. Du bist 63. Hast du so ein junges Luder hast du bekommen, ja? Ja, klar. Ich brauche hier jemanden, der mich pflegt im Alter, oder? 63. Ich bin gerade in Rente gegangen. Ist gerade in Rente gegangen. Da muss man sagen, ihr seid ja schon wie lange zusammen? Wir 30 Jahre. 30 Jahre? Sind wir verheiratet. Echt? Ja. Aber ihr seid wahrscheinlich noch länger zusammen, oder? Ja, ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, nach 2 Jahren geheiratet. Ja, ja, ein paar. Es ist ja so, da lernt man sich kennen auf kleinstem Raum. Ja. Und ihr macht das schon lange jetzt zusammen? Ja, also solange ich ihn kenne. Wir haben, wie gesagt, vor 30 Jahren geheiratet. Seitdem machen wir das. Aha. Wir streiten uns natürlich auch, klar. Echt? Aber ja, selbstverständlich. Da manchmal fliegen die Fetzen, das muss aber auch. Du bist eine ziemlich coole Frau, habe ich gemerkt. Der Mann ist auch nicht auf den Mund gefallen, ja. Du sagst so Sachen, guck mal hier, das ist aber eine geile Sache und so. Also ihr seid auf dem Zahn der Zeit, aber da drin hat man so gefühlte 12, 15 Quadratmeter. Ja. Ordnung muss sein im Leben? Ja, doch. Sonst findet man ja nichts wieder. Ne? Ja. Also ein bisschen Struktur muss schon drin sein. Ist der Mann ordentlich? Ja, eigentlich schon. Okay. Eigentlich schon. Siehst du, eigentlich ergänzen wir uns da gut. Sie hat gar nicht lange überlegt, muss man sagen. Ja, klar. Nee, ist klar, du musst ein bisschen Ordnung halten. Vor allem, wenn du ein neues Auto hast, dann packst du das rein und das passt nicht. Hundertprozentig passt das nicht in den Fächern. Dann musst du die wieder ausräumen und anders. Es muss logisch sein. So, das ist Edelstahl, oder? Die Scharniere sind aus Edelstahl, ja, das stimmt, ja. Das heißt, auch hier hast du, wenn du da reinkommen möchtest, erstmal nicht so viel Spaß. Das Thema Sicherheit ist aber nicht, aber Langlebigkeit ist ein Thema. Ist das dein letztes Auto wahrscheinlich? Ja. Oh, zeig mal so noch. Jo. Ja. Sehr schön, wenn du da mal aufmachst. Aber es kann doch sein, jetzt kommt das nächste große Medikament und du wirst 130 Jahre dann alt. Dann kaufe ich mir trotzdem, glaube ich, kein neues mehr.
Multiplus, du hast ordentliche Stromversorgung drin, 3 kW, der kann sogar noch ein bisschen mehr, oder? Ja, der kann auch ein bisschen mehr. Ist das gut hier? Hast du gute Erfahrungen mit Victron? Ja, bis jetzt ja. Hast du Lithium drin? Ja. So, das ist ganz wichtig. Wie viel hast du an Bord? 400? 700. 700? Ja. Auf 12 Volt? Ja, 700 Stück. 700 Amperestunden, das ist schon mal cool. Hier vorne hast du die Hauptschalter reingemacht. Jetzt muss man sagen, die kennen sich ja gut aus, ja, Maria. Ich meine, ihr kommt ja aus dem Fahrzeugbau, aber 700 Amperestunden ist das mittlerweile, 700 Wattstunden ist das mittlerweile so Stand der Technik? Ja, das wollen die meisten. Induktionsfelder, Öfen plus der Kühlschrank, das ist, die meisten wollen autark stehen und da ist es wichtig, in der Stromversorgung einfach fit zu sein und da eine vernünftige Versorgung zu gewährleisten. Ja, schade, dass ihr niemand habt mit der praktisch Elektrik, das heißt, ihr fahrt den Weg zum Elektriker, oder? Nein, das machen wir alles hier. ihr macht alle Gewerke aus einer Hand? Ja, alle Gewerke aus einer Hand. Elektrik, Kfz, Metallbau, Tischlerbauten, Tischlerausbau. Ach, mein Gott. Guck mal, hier ein Halter. Ein Halter hier für eine Eurobox habt ihr geschweißt. Ja, genau. Es wird konstruiert, gelasert, gekantet, dann wird erst eingebaut. Und eine Lackiererei haben wir auch. Das heißt, lackieren können wir auch jedes Teil in diesem Fahrzeug. Ihr könnt alles machen, ja. Ihr kommt ja eigentlich aus dem gewerblichen Fahrzeugbau. Da kommen ja viele raus, oder? Genau, Rettungsdienstfahrzeuge. Ja, genau. Wie wir angefangen sind mit Wohnmobilen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar wollten wir unsere Produktion der Sandwich-Kofferwände auslasten und wollten so viele Koffer wie möglich bauen. Wollten dann größere, längere Koffer bauen, die stabiler sind, in allen möglichen Farben, mit allen möglichen Verstrebungen und dann auf allen möglichen Lagerungen. Und da bietet sich dieser Markt natürlich auch an. Deswegen nicht nur Koffer für die RTWs, also Rettungsdienstfahrzeuge, sondern auch Koffer für die Expeditionsfahrzeuge oder kleiner gegriffen für Wohnmobile. Ja, ihr habt ein ganz tolles Verkaufsargument. Ihr habt eine eigene Küche. Das stimmt. Ja. Ist die gut, die Küche? Ja, super. Ja, sehr. Super. Also man kommt hierher und in normalen Zeiten wird man dann bekocht. Die haben eigene Köche. Man muss sagen, die können kochen, oder? Die können kochen, ja. Also da gibt's keine Zweifel. Okay, das heißt, die Leute werden mit Sachen bestochen, damit es da ist. Wenn du mal gerade so lieb bist, die mal rausnimmst, die Kiste. Das ist natürlich genial, dass du hier unten so einen kleinen Halter hast für eine Eurobox, oder? Eine kleine. So, dann, wenn du mir mal erzählst, da hinten ist so ein grauer Anschluss. Was kann der da? Keine Ahnung. Maria, was kann der Anschluss? Welcher Anschluss? Da hinten, diese grauen Kabel, die dran sind. Das sieht aus wie ein Bussystem. Hier, das ist ein Canbus-System. Ein Canbus-System ist das, okay. Ja. Das heißt also, es läuft, ein großer Teil läuft über Canbus bei euch? Ja, das stimmt. Ist auch bekannt aus dem RTW-Bau. Genau. Aus dem RTW-Bau. Läuft ja eh alles über Canbus. Das heißt, da kann ja immer mal wieder Störungen kommen. Ihr habt entsprechende Messgeräte, Spezialisten. Also wenn jetzt zum Beispiel das Autoradio eine Störung sendet, man kann ja heute mit dem Lenkrad Autoradios bedienen über Canbus, das geht, genau, ja. Genau. Und dann gibt es immer wieder Probleme, aber ihr habt keine. Wir resetten dann ein Canbus-System und das war's, also dann haben wir selten welche. Also wir arbeiten mit einem Hersteller zusammen, der... Ich hatte nämlich zuletzt, darf ich dir sagen, ich hatte eine kaputte Anhängerkupplung und die hat den Canbus durcheinander gebracht und dann ging das Licht im Auto. Was, ob du das schon mal hattest? Nein, ich noch nicht, aber ein Freund von mir hat das gehabt. War ein Iveco Daily. Nein, das war... Nein, bei mir. Achso. Ja. So. Nee, der hatte Anhänger, auf dem Anhängerkupplung hatte der einen Fahrradträger. Ja. Und der Blinker hinten rechts funktionierte nicht. Da war die Birne kaputt. Und wenn er dann auf die Bremse trat, hupte das Auto. Das ist ja süß. Wenn er auf die also jedes Mal. Oder? Ja. Ja, ist doch toll. Dann hat den Vorteil, dass er nicht so oft bremst. Oder? So. Ich zeig mal gerade was Schönes. Ornithologe heißt, du fotografierst ja nicht so, sondern das ist sehr umfänglich, oder? Ja, fotografieren gehört damit zu, ja. Ja. Ja, damit dir das Ding nicht auf den Kopf fällt, wir zeigen es mal gerade, da ist ein Schutzmechanismus damit dabei. Das ist so simpel, gell? Wenn du mal zeigst, das ist eine Sperre. Das ist eine Sperre, ja. Du machst so hoch und jetzt geht das dann runter. Jetzt mal stoppen. Das ist die Art und Weise, wie er baut. Das heißt ordentlich. Genau. Ja, ist wieder aus dem Rettungsdienst Fahrzeugbau. Da sind bestimmte
Schlosseinheiten, die werden dann in die Klappen eingelassen. Die Schlösser sind dann immer, ja genau, das sind die Zapfen, die wir selber bauen. Die baut ihr selber? Ja, die bauen wir selber, die lasern wir, lassen ein, ja, genau. Dürfen wir darüber reden, ungefähr, was das hier für eine Investition war? Ist das so 200 plus, 300 plus? Irgendwo da in der Mitte. In der Mitte. Also das heißt, es ist bezahlbar, du kennst ja aus. Es war nicht teurer wie anderswo, obwohl das ja mal eine Faktur. Nein. Also im Gegenteil, wenn ich nach Süddeutschland gehe und mir da ein Auto hole, bin ich sicherlich einige 10.000 Euro drüber. So, die haben das ja frei kalkuliert. Das heißt, also hier wird ja nach Aufwand kalkuliert. Ihr macht wahrscheinlich Refa mit, oder? Ja, also unsere Kalkulation sieht nicht anders aus, vielleicht wie bei den anderen, aber auf jeden Fall, wir versuchen da immer noch günstig zu bleiben und ja, einfach im Markt mehr Fahrzeuge zu platzieren, genau. Hast du schön gesagt. Das heißt, Auslastung ist ja so ein Thema. Ist ja nicht so, dass ihr genug, dass ihr jetzt nicht genug zu tun habt. Genau. Aber also ausgelastet sind wir, aber wir haben dann die einzelnen Gewerke, die dann quasi sich selbst zuarbeiten. Also die Metaller arbeiten dann den Tischlern zu, die Tischler arbeiten den Metallern zu, die Elektriker arbeiten dann ebenfalls einander zu. Also wir haben alle Gewerke hier in einem Haus und können dann die Produktionszeit in dem Sinne verkürzen, indem wir so wenig wie möglich outsourcen. Wie gesagt, in die Lackierung, da müssen wir auch nicht weit laufen. Eine eigene Lackiererei haben wir auch und können dann dementsprechend die Teile teilweise in der Nachtschicht lackieren und dann sie morgens schon wieder einbauen lassen. So. Jetzt muss das ganze Fahrzeug, ist ja keine Ladung, die hier drauf ist. Das heißt, das Ganze kriegt eine Vollabnahme, oder? Ja, klar. Ist natürlich. Das ein Problem? Das heißt, nö. So, das heißt, ihr kennt die Leute beim TÜV, die kriegen irgendwie jetzt einen Kasten Bier? Oder? Nee, leider kein Kasten Bier, da kommt eine Rechnung. Gutes Essen, nein. Das heißt, ihr braucht die Leute nicht zu bestechen. Das ist hier alles nach Stand der Technik gemacht worden. Fängt an, hier natürlich hier diese Leuchten, die ja jetzt Pflicht sind seit geraumer Zeit. Ja. Kein Problem. Die sind exakt so gewesen, dass, oder gab es da irgendwas nachzuarbeiten nach der Abnahme? Gar nichts. Nein. Das ist auch schön, oder? Ja. Das heißt, ja. Also kommst da hin. Vollabnahme, du warst dabei? Nein. Nee. Nee, das machen die hier. So, guck ich mal gerade. Wenn du mal gerade hier aufmachst, ich bin ja. Nur ein Tank hin. Ja, macht nichts. Gucken wir mal rein. Der Tank ist natürlich aus Kunststoff. Ah, nee. Aus Stahl. Du weißt, der Original Iveco-Tank hat 90 Liter. Und dann war die Überlegung, einen 200-Liter-Tank darunter zu bauen. Dann haben wir uns entschieden, einfach einen 100-Liter da reinzusetzen. Zusätzlich. Der kostet 250 Euro und der 200-Liter-Original, der kostet 2,5. Okay, das Original, was ist das, 90 Liter? Was hat er? Der hat 200 Liter. Der hat 200 Liter. Der neue oder der. Nee, jetzt der alte, der jetzt drin ist. Der 90. Der hat 90 plus 100, 190. Ja, da fehlen noch 10 Liter. Ah nee, die sind ja hier vorne drin. Da bin ich noch drüber, 210, weißt du? 210 Liter, 20 Liter noch der Reservetank. Auch meine Frau nicht schieben. Ja. Was ist in Gottes Namen Prickstop? Ist das so ein kleines Blech? Hast du da noch keinen Film drüber gemacht? Nee, das ist ein Blech, oder? Ja, das ist ein Blech, das hier hinter sitzt, damit man mit dem Schraubenzieher nicht hier hinter drückt und die Zentralverriegelung aufmacht. Ich habe ein tolles Geschenk für dich gleich dabei. Ja, das gebe ich dir mit. Ja. Das ist, da werden wir aber jetzt nicht drüber sprechen. Wenn du es kriegst, wirst du sagen, Sven, du bist mein Held. Ja, weil dann alles haben wollen, oder? Nee, weil wir nicht drüber reden. Das ist jetzt nichts, was ich vor der Kamera erklären kann, aber du kriegst es von mir. Hi-Matic 70 180, der hat 180 Pferde, keine 205 oder 210, 180. Sondern das ist ja ein Handschalter oder ein Automatik? Automatik. So, das heißt 8-Gang ZDF, oder? Ja, klar. So, die gute Wanderautomatik. Ja. Das da vorne ist Kunststoff. Die ich nicht haben wollte. Die wolltest du nicht haben? Die ist geil. Ich wollte ein Schaltauto haben. Nein, warum? Wollte der Iveco-Verkäufer mir nicht verkaufen. Hallo? Ich fahre das Ding. Das Ding ist butterweich, das funktioniert. Ja, das ist ja eine Automatik jetzt. Das geht im 6er BMW, das geht auch hier. Ich weiß, ja. Aber der Iveco-Verkäufer wollte es mir nicht verkaufen. Er hat gesagt, nur Automatik, weil anderes kommt nicht in Frage. Es gibt einen kleinen Haken, muss man sagen. Ja, wenn es sehr heiß ist und du, ich sag mal, dann wird das Getriebe schon heiß. Theater, ne? Ja, dann macht er Theater. Das heißt, er zeigt an, Getriebe heiß. Ja, er wird warm und der Lüfter fängt an. Ja, und das ist alles. Ja. Das ist alles, ja. Ja, das Getriebe können wir gleich mal gucken.
Ja, das ist ein richtiges Armeeauto, muss man sagen. Habt ihr schon mal einen gebaut in Iveco vorher? Ehrlich gesagt, nein. Nein. Und schlimm? Nein. Ging, oder? Ja, wir können, ich habe ja schon gesagt, wir können nur schwer und groß. Ne? Und dann kam der Iveco um die Ecke. Oder Bernhard. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, also es gibt so ein paar Sachen bei Iveco, wo du wirklich denkst, was haben die an dem Tag geraucht, als sie den zusammengebaut haben? Teilweise Elektrik, ja, wo du da siehst, wie die Kabel verlegt sind. Das kann man aber alles. Probleme. Nee, also da kann ich nicht sagen, dass wir da große Probleme hatten. Also wenn man es dann geändert hat, dann ist ja alles gut, muss man sagen. Genau, und wenn man das selber auch nochmal beheben kann, so dass der Kunde das dann nicht merkt, ist doch super. So, das kommt alles ab Werk hier, das heißt hier die entsprechenden Bergungsösen, die sind dabei. Das ist so original. Der Fahrschutz dabei? Unterfahrschutz? Ja, ist auch original. So, wir haben nur so ein schönes Blech aufgemacht. So, dann hast du das schöne H4-Licht oder H6, H7. H7 ist das, glaube ich. H7 drin, das heißt, die Birnchen kriegst du an jeder Tanke. Ja, das wollen wir hoffen. So, da vorne hast du noch ein paar Suchscheinwerfer. Ja, Osram. Osram? Ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht. Das ist auf alle Fälle Osram. Osram ist jetzt, glaube ich, chinesisch neuerdings. Ja, die haben, die haben da ganz verschiedene Gewerke, aber es funktioniert. Ich habe jetzt bei mir an der Einfahrt eine Osram-Lampe dran und die hängt, die hält jetzt länger wie 6 Monate als die China-Lampe. Ist schon gut, oder? Ja. Die ist hell? Die? Ja. So, du darfst mal anmachen. Oha. So, ich zeige das mal gerade, denn da hinten ist nämlich eine graue Wand und so ein Suchscheinwerfer, du hast auch insgesamt 6 Stück drauf, wo ich hier sehe. Ja, ich habe ein bisschen mehr Licht, weil ich einfach gerne im Winter nach Skandinavien, nach Lappland fahre. Und da oben ist es einfach im Winter sehr dunkel. Von daher brauche ich da mal ein bisschen mehr Licht. So, das Licht hier ist übrigens gelb. Das ist ja H7. Und das da oben ist, ich gehe schon mal aus. Boah! Das wollte ich mal zeigen. Das ist stark. Das ist ein tolles Gadget. Aber es gibt ja Momente, da brauchst du einfach Licht, oder? Ja. Vor allem, wenn es dunkel wird, ne? Ja. Und du weißt nicht, wo du stehen sollst. Stark. Ja, mach ihn mal aus. Er piepst jetzt wahrscheinlich, weil irgendeine Tür offen ist. Ja, die Treppe ist ausgefahren. Die Treppe ist ausgefahren. Okay. Wir kommen gleich mal ins Fahrerhaus rein und Fahrerinnenhaus. Das ist euer. Der ist ja so süß. Ja, ist der auch. Deshalb gibt es ja noch einen zweiten, weil wir gar nicht genug kriegen können. Ist er schon da, der zweite? Ja, 4 Wochen ist er alt. Und der ist jetzt wo? Der ist noch bei der Züchterin. Züchterin. Ja, das heißt, ihr holt den ab? Ja, in 4 Wochen holen wir den ab. So, du hast im Moment keinen Hund. Das kommt wieder? Da bin ich ganz sicher, dass es wieder kommt. Ich war jetzt auf dem Balkan, hatte ich fast die Gelegenheit gehabt, eine junge Hündin mitzunehmen. Aber dann, ich habe mich dann beim Tierarzt da schlau gemacht. Das hätte über 2,5 Monate gedauert. Und das hat mir dann leider doch zu lange gedauert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann wieder einen Hund haben werde, ja. Bernhard, ja. Säuft er? Ja, ich sage jetzt mal 7 Tonnen. Die Größe, dann darf er auch 15 Liter nehmen. Ja, 15, also meiner nimmt sogar 17, muss ich sagen. Allerdings ist der ja jetzt aerodynamisch gegenüber meinem Joghurtbecher, den ich fahre auf Iveco Daily. Der ist mehr wie ein Schuhkarton, ne? So, und das ist permanenter Allrad, der frisst ja auch noch ein bisschen, oder? Ja, klar, so, natürlich. Das ist die Serienbereifung, muss man sagen, die funktioniert, die ist im Militär im Einsatz, die ist geprüft, sie ist nicht besonders schön, aber da kommt ja vielleicht eine neue Felge. Ist das ein Problem für dich? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Du bist Ornithologe, da spielt das keine Rolle, oder? Man fährt ja mal ein bisschen schlechtere Straßen und dafür ist die Bereifung optimal. Ja, absolut. Das ist jetzt, das geht noch wesentlich härter. Also man könnte da jetzt eine AT-Bereifung drauf machen. Das ist ein Winterreifen? Ja. Ja, Winterreifen, Allwetterreifen. Ne? Der hat eine Schneeflocke. Der hat eine Schneeflocke, ja. Okay. So, jetzt haben wir hier mal geöffnet. Boah, was du alles siehst jetzt. Jetzt will ich da aber mal reingucken. Zeig mal. Ist das da von der Putzfrau bei euch? Die Hundehandtücher. Ja. Aber die gehören noch dazu. Ja. Siehst du, wenn du jetzt irgendwas wegnimmst, da halte ich extra mit der Kamera drauf. Und dann echt? Dann schau mal rein. So, ich zeig mal. Ihr habt einen 60 Liter, 70 Liter Gastank? 50, 55. 55. So, daneben habt ihr noch eine kleine Kochflasche. Ja, Kochflasche für Gasgrill und so. So, das ist natürlich eine prima Sache. Das heißt, du kannst LPG tanken an jeder Tanke. Ja. So, ist günstig und bequem. Ja, ich habe es ja eben gesehen. 82 nehmen sie mittlerweile für LPG. 82 Cent. Ja. So, dann hast du hier ganz wichtig deine Stühlchen. Da hast du jetzt keine Sessel eingepackt, sondern du hast ordentliche Sitze. Ja, was heißt ordentlich? Die reinpassen, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Ja, jetzt Leute, die das sehen und sagen, naja, ich bin jetzt so 60, 70, ist das gefährlich, wenn man so unterwegs ist? Habt ihr jemals Stress gehabt mit irgendeiner Situation? Nein.
dass einer mal reinkommen wollte oder so? Nein, nein, keine Probleme. Wir waren jetzt 2 Monate in Schweden. Nichts, null. Schweden ist ja riesig und da wohnt ja keiner, muss man sagen. Kann man sich da aus dem Weg gehen von anderen Menschen? Oh ja. Ja. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das in Schweden optimal. Eine Maske ist für die Schweden Fremdwort. Ja gut, jetzt ist er weit weg. Ist das ein Problem mit Stechmücken im Sommer? Ja. Ja, im Sommer ja. Jetzt um diese Jahreszeit nicht. Also wer hat das süße Blut von euch? Ich. Beide eigentlich. Es gibt ja Mittelchen. Genau. Ach so, Singvögel, die du dann anlockst. Ja, zum Beispiel die. Ja. Ja, ja. Die dann fressen oder so. Richtig. Darum sollte jeder zusehen, dass er in seinem Kleingarten was dafür tut. Ja, denn das, was du tust, ist natürlich ganz wichtig. Gibt es weniger Singvögel in letzter Zeit? Oder kann man so nicht sagen? Ich habe gesehen, jetzt auf der Kö gibt es jetzt Papageien. Ja, das sind die sogenannten Neozyten, die sich in Deutschland mittlerweile breit machen. So, die auch ziemlich robust sind, oder? Was man so denkt. Ja, wir bräuchten mal einen kalten Winter. Ne? Bist du gemein. So, dann fallen die alle runter. So, da vorne hast du Auffahrkeile. Der hat ja keine Hubstützenanlage. So ein Käse kommt ja nicht ins Programm. Nein, auf keinen Fall. Sowas geht nur kaputt. Das geht nur kaputt. Und dann, wenn er oben ist. Ja, und dann, wenn er oben ist, genau. So, das heißt, du fährst auch Keile drauf. Wobei, du hast ein Offroad-Fahrzeug, muss man sagen. Das ist jetzt noch nicht mal so ein Schlechtwege. Der kann unglaublich viel. Allerdings, du hast ihn sehr voll gemacht. Das ist jetzt mal ein langer Radstand, muss man sagen. Und so lange Radstände haben natürlich den Nachteil, dass die Bodenfreiheit dann sinkt. Ja, aber ich will ja nicht nach Afrika und durch den Schlamm fahren da. Wir kommen überall klar. Hast du Vögel gefunden in Schweden? Oh ja, reichlich. Welche? Kraniche, Taucher, Enten, Gänse, alles. Seeadler, sehr schön. Sag mal, du hast, als du deinen Mann geheiratet hast, war der da auch schon im Vögel unterwegs? Ja. Das hast du es gewusst oder hat er das zunächst verschwiegen? Er hat es verschwiegen. Das ist nicht wahr. Doch. Aber das ist schon eine Leidenschaft, die nimmst du mit. Du hast wahrscheinlich ein Notebook dabei, du brauchst ein bisschen Strom dann dazu, fotografierst. Hast du einen Blog oder machst du es nur für dich? Nein, nur für mich. Okay. Ja. Du bist noch im Amt und Segen? Wie Amt und Segen? Du bist jetzt 70, du arbeitest Nein, ja. Nein, das habe ich aufgegeben. Arbeiten habe ich aufgegeben. Du bist jetzt pensioniert, oder? Ja. Okay, das heißt, du warst damals öffentlicher Dienst oder was war? Ja, öffentlicher Dienst, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Weil Leute fragen sich ja, wenn das jetzt, ich sag mal so, in den Bereich 200.000, 300.000 Euro geht, das ist ja eine Stange Geld, aber muss man sagen, wenn man sein Geld ein bisschen zusammenhält und ich sag mal, Ziele hat im Kopf, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, andere kaufen sich dann, was weiß ich, ein drittes, viertes Haus. Das hier ist ja ein Haus, oder? Das ist ein Haus, ja. Ja. Auf alle Fälle. So, jetzt diese Treppe hier, da habt ihr mir schon gesagt, Sven, so eine Treppe, die hast du in deinem Leben noch nie gesehen. Abgesehen davon, dass die Landstromeinspeisung, da wolltest du es auch wissen, das kommt aus dem Schifffahrtsbau. Ja. So sieht übrigens eine Landsteckdose aus, die du auch so hast. Ja. Ja, die hast du auch so. Das ist wirklich auch ein Schiffsbau, oder? Ja, ich mag einfach auch dieses Material Edelstahl, was natürlich beim Schiffsbereich wichtig ist in Sachen Salzwasser und ich sag mal, was wahrscheinlich bei der Marine oder was bei der Schifffahrt sich bewährt hat, das kann im Offroad-Bereich und auf der Straße nicht schlecht sein. So, der Bernhard hat sie mal ausgefahren. Da gibt es einen Knopf für, dann fährt die vollautomatisch einen aus. Genau, ja. Ich bin das, der Knopf. So, zeig mal bitte, wie wird die zusammengefaltet? Einmal so. Dann eine Sicherung. Und fertig. So, was machst du denn, wenn du jetzt drin bist und du willst raus? Dann gehe ich die Treppe runter. Da. Das heißt, du gehst vorne raus, ja, einer macht die Treppe runter? Wo denn? Was meinst du? Nein, wenn du jetzt drin bist. Das heißt, du musst ja aussteigen, um die rauszumachen. Ja, dann kommt die Treppe raus und wenn wir drin sind, bleibt die Treppe draußen. Nein. Er hat ja eine Frau, die aussteigt. Ach so, du steigst dann auf der Fahrerseite oder Beifahrerseite aus, richtig, machst die Treppe raus? Richtig, damit er dann da rein kann. Oh. Die Treppe kann man sich nicht abfahren, oder? Doch, das kann man. Das habe ich fast geschafft in Schweden. Ja. Wie denn? Tja, ich musste ausweichen. Die Treppe war raus. Ich weiß gar nicht, wir wollten irgendwas fotografieren. Und ich stand, kleine schmale Straße, ich stand an der Seite, von vorne kam ein LKW und ich musste ausweichen oder zur Seite fahren noch weiter. Und die Treppe war draußen und da habe ich nicht dran gedacht.
Maria, ich habe so eine Treppe noch nie gesehen. Wer kam auf die Idee? Ja, alle. Also wir haben eine sehr gute Konstruktion, die so ein bisschen die dann ein paar herausgefordert sind. Treppenaffin ist. Wir posten auch immer unsere Treppen. Also wir entwickeln für die unterschiedlichsten Fahrzeuge die unterschiedlichsten Treppen. So. Ich zeig mal gerade deine Treppe, komm mal mit. Ihr bleibt mal ganz kurz mal hier. Denn das werden wir morgen zeigen oder heute Nachmittag, wenn wir dein Fahrzeug filmen. Du hast nämlich eine Ultratreppe, wo man denkt, die muss ja den Boden berühren. Aber nein, diese Treppe hier ist komplett freistehend. Und wenn du jetzt mal draufsteigst, bitte, geh mal drauf, da bewegt sich so gut wie nichts. Das ist unglaublich. Und wenn du sie reinfährst, zeig mal gerade, soll das mal sehen, das geht ruckzuck. Das kenne ich ganz ehrlich aus dem Zirkuswagenbereich. Das heißt, die Leute, die ganzen Zirkusbauer können ja selber auch Fahrzeuge bauen. Das ist eine tolle Treppe, oder? Dadurch, dass ich vom Beruf auch Treppenbauer bin, also ich bin Tischlermeister vom Beruf und habe mich auf den Treppenbau spezialisiert, war Treppe für mich also schon ein elementäres Thema bei dem Fahrzeug. Das stimmt. Sehr schön. Bernhard, komm mal mit. Denn wir zeigen jetzt nochmal, wie sie rausgefaltet wird. Das ist ja schon fast. Ich habe schon wieder rausgefahren. Ja, das ist gut. Denn du musst es noch einmal machen für mich, ja, bitte. Ja, mache ich. Weil das ist hier wieder mal so eine Geschichte, wo ich sage, guck genau hin, wie es funktioniert. Dann versuch mal so eine Treppe zu bauen. Die muss ja dann noch lackiert werden. Die muss gegen Schutz, Korrosionsschutz. So, da fährst du hier so rein, dann wird sie gelockt. So, jetzt mal rausfahren. Umgekehrt auch. So, das heißt, die Entsperrung lösen. Ja. Boah, ist das genial. Und jetzt mal hochgehen, bitte. Du wiegst heute wie viel, Bernhard? Mittlerweile 100 Kilo. Bitte mal still bleiben. Warte mal, bleib mal stehen. Das habe ich jetzt bei beiden Fahrzeugen gesehen. Der Handlauf ist so wichtig, glaube ich. Oder gerade wenn du jung, alt bist, spielt keine Rolle. Du brauchst einen ordentlichen Handlauf. Diesen Handlauf wollte ich nie haben. Ich habe gesagt, das sieht aus wie Rettungswagen. Kommen bei mir nicht ins Auto. Und? Ja, ich kam eines Tages hier hin, da war er dran. Und da wolltest du rausflexen? Ich möchte ihn nicht mehr missen. Ist genial. Ja, zeig mal. Wenn du holst, das heißt, du kannst ihn oben, du hast so ein Zumachen dann im Vertikalen, Horizontalen. Machst du zu und ja. Fertig. So. Und vor allem, wenn du rausgehst. Ja. Das heißt, du kannst dich richtig gleitend festhalten, wie es gehört. Ja. Das sind so kleine Sachen. Das heißt, das kommt aus dem RTW-Bau. Ja, die machen wir selbst. Okay. Die machen wir selbst. Edelstahlrohre, die wir dann biegen. Das ist Edelstahl. Edelstahl, genau. Die wir dann biegen. Die Der Handlauf ist aus Edelstahl. Wir selbst. Ja, ganz genau. Die lackieren wir dann und dann passt das. Ja. Wie gesagt, so. Groß und schwer. Bernhard, du hast keine Kosten und Mühen gescheut. Outbound-Fenster. Das war dir wichtig, echt, Klaus? Ja. Ja. So, das heißt, die Wärmeisolierung, dann hörst du auch nichts, oder? Nö, die sind in Ordnung. Top. Sind in Ordnung. Outbound hat er reingemacht, ja. Klar sind die in Ordnung. Das Geniale ist, du hast hinten ein Fenster. Das haben die wenigsten, denn du hast eine Hexsitzgruppe. Mhm. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Mal kurz mal schauen und da können wir mal gucken. Ja, du darfst mal vorgehen. Und du bitte auch mal. Der Hund bleibt im Wagen drin. Der ist übrigens deswegen da drin, weil hier normal keine Haustiere rein dürfen. Das ist so, das ist ja, nee. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr keine wollt, sondern es geht um die allgemeine Hygiene. Ich sag mal, dann laufen die vielleicht irgendwo rein und so weiter. Genau. Jeder hat das und nicht gerne. Und tun sich selber weh durch irgendwelche Späne oder was auch immer. Genau. Ja, toll. Die beiden machen einen ziemlich guten Eindruck, muss man sagen. Die sind ziemlich happy mit ihrem Auto. Absolut. Komm, wir gehen mal rein. Was ist hier? Was ist das? Schwiegermuttersitz. Das ist der Schwiegermuttersitz. Wie? Schwiegermuttersitz? Ach, das ist ein Sitz? Ja, da kommt ein Polster drauf. Okay. Falls wir mal zu viel sind. Falls mal einer kommt und tatsächlich mit euch reden will. Und mit uns ein Bier trinken will. Ja, sehr schön. So, das hast du auf der Seite, da hast du hier eine Verstärkung mit drin. Das ist dieses Material. Das heißt Birke Multiplex Plus. Multiplex Plus HPL-Beschichtung von beiden Seiten. Und ja. So, und das ist die gute Stube. Genau, setz dich mal bitte rein und du vielleicht mal auf die andere Seite. Ist das da deine Seite, die breite Bank? Ja. Warum? Ja, das ist festgeschrieben. Das war so immer schon so. Das war immer schon so? Das war immer schon so und ich saß immer auf dieser Seite. Ist das cool. Warte mal, bleib mal sitzen, ich zeige euch mal gerade.
Das ist so genial. Ihr habt eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja. Habt ihr das gewusst? Ach nee, ja. Das ist neu. Müssen ja. wir uns merken. Also ihr sitzt nicht nebeneinander, sondern ihr sitzt euch, ihr könnt euch in die Augen schauen. Ja. Schau mal in die Augen, Kleines. Genau. So, und das ist so. Wer ist denn zuständig bei euch für die Zubereitung des Essens? Du. Natürlich. Was isst man im Norden gerne? Fisch. Echt? Ja. Ist er noch da in der Nordsee? Ja, ein bisschen noch. Ich meine, ich bin nicht so ein Fischfreund, aber mein Mann. Okay, das heißt, Fisch macht ihr gerne. Ist das so auf der Reise möglich, Fisch zu machen? Ja, auf Grill. Auf Grill, das ja. geht. Ja. Hier ja. drin nicht so. Hier drin nicht so. Stinkt fürchterlich. Danke. Ich zeige das mal gerade. So, das ist der Tisch, der ist absenkbar. Das heißt, ihr könnt hier raus eine kleine Sitzgruppe ja. machen. Ja, ein Bett. Ein ganzes Bett raus. Ein Bett. Ja. Meine ich ja. Können ein Bett draus machen. Ihr habt Kinder, Enkelkinder habt ihr? Nein. So, das heißt, ihr müsst euch nur um den Hund kümmern. Richtig. Und das ist Arbeit genug. Ja, das glaube ich dir. Das ist wirklich so. So, dann habt ihr, das da sieht aus wie eine Dieselzusatzheizung. Richtig. Ja, richtig. Ja, von irgendwie Russen, Autotherm. Ja. Eine, sag nix, eine 4D. Ne, 2. Eine 2D. Ja. Das heißt mit 2 kW Luft, Dieselheizung. Reicht so, völlig aus. Kostet, glaube ich, 500 Euro und ja, ist eine. Ein bisschen teurer ist sie mittlerweile. 600. Aber. So, ihr habt sogar das Bedienpanel gewählt für Vollidioten wie mich, ja. Richtig. Das heißt, nix LCD. Nichts machen. Nicht immer tippen und dann passt es doch nicht. Ja. Das ist Autotherm, die ist so genial. Ich habe nämlich selber eine im VW-Bus gehabt. Der einzige Nachteil ist, wenn man die laute Pumpe drin hat, dann macht es immer Klack. Der Vorteil ist, man hört, dass sie noch geht. Ihr habt die leise drin. Leise und vor allen Dingen hier hinten hörst du gar nichts. Ja, okay. Ja. So, dann zeige ich mal gerade, dann habt ihr Steckdosen reingemacht. Maria, komm mal hoch und bitte auch einmal hochkommen. Jetzt habe ich dann Markus, komm mal hoch. Jetzt habt ihr doch ein bisschen Weiß verbaut hier. Ja, genau. Das sind, ja. Ja, dahinter sind die. Sind ebenfalls Steckdosen aus dem Rettungsdienstbereich. Einmal 12 Volt, einmal 230, ist ja normal. Und dann die Doppelsteckdosen USB 12 Volt. Genau, wenn du mal gerade das Fenster aufmachst, zeig mal bitte. Eingriff, oder? Ja. So, ihr habt die vorher verbaut, die Outbound? Ja, haben wir auch. Ja, machen wir ganz gerne Outbound oder KCT. Ist ja nicht billig, KCT ist noch teurer. Gut, der Kunde ist da, der Kunde möchte Kunde sich das leisten, ja. Genau, und deswegen. Und es waren ja noch ein paar 10.000 Euro übrig, ja, weil es war hier ein bisschen günstiger. Ja, eben, darum. Ja. Ist da was am Klappern? Das heißt, du fährst ja vorne, machst die Tür zu und dann hörst du es nicht, aber ist da was am Rappeln, am Klappern? Nein, nichts. Nichts? Nichts. Es sei denn, wir vergessen, irgendwelche Schränke oder Klappen zuzumachen. Ja, aber die Schränke selber rappeln nicht. Nein. Okay. Also bei der Spannung hier, die hier drauf sitzt. Maria, was hast du denn? Habt ihr extra beschweren sich eher die Leute, dass es zu heftig ist, als dass es zu schwach ist. Aber es klappert nicht. Es klappert nicht, es ist unheimlich fest gebaut, aber auch unterlüftet. Das heißt. So, ihr kommt ja aus dem Reisemobilbau, ihr baut groß und schwer, das heißt, ihr habt das hier übertragen. Trotzdem Leichtbau, was ich genial finde, ist die Zuladung. Also viele sind ja oft am Limit, da könnt ihr nur drüber lachen, das heißt, du könntest auch Motorrad mitnehmen, oder? Könnte ich, ja. Ja, aber brauchst du nicht. Brauchen wir nicht. Habt ihr die E-Bikes? Ja. So, was habt ihr für E-Bikes? Falt-E-Bikes. Italienische Falt-E-Bikes. Ja. Schon. Was ist hier drunter unter der Sitzbank? Hier ist die Heizung. Die Heizung. Und da ist die Klimaanlage. Und wie Batterie. Wie Klima? Genau. Ihr habt eine Staukasten-Klimaanlage. Ja. Ihr habt euch eine Klimaanlage gegönnt. Ja. Macht ja Sinn, wegen dem Hund, oder? Ja, vor allen Dingen also bei 30 Grad oder bei 35 Grad, wenn man im Sommer unterwegs ist. Also irgendwann heizt er sich natürlich dann auch auf. Und dann darf ich da mal reingucken? Ist das zu öffnen? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Oder? Wir wollen mal schauen, ne? Nur mal zu gucken, wie ihr das gemacht habt, weil es gibt ja viele Firmen, das kennst du ja, außen hui, innen fui. So, das heißt, das ging jetzt ruckzuck. Ja, das funktioniert. Klimaanlage sieht man auch gar nicht. Sag mal, das ist ja bei euch so eine kleine Ehrensache, oder? Dass auch die Sachen, die man nicht sieht, dass die ordentlich gemacht sind. Ordentlich gemacht sind, alles verkleidet und ja. Ach, du hast hier richtig Stauraum. Stauraum, genau. Ich hab gedacht, der wird's. Lebensmittel. Ich sehe es. Ja. Ja, die haben wir jetzt natürlich ausgeräumt. So, dahinter ist das Blaue, ist die Klimaanlage? Nein, die sitzt unten drunter. Das ist die Batterie, oder? Nein, das auch ist nicht. Ein Kasten, in dem alle Gebrauchsanweisungen für alle Geräte sind. Robert Lemke, das heitere Berufsraten. Das kennt ihr noch?
Ja. Mit dem Schweinel? Ja, welches Schweinel hätten Sie gerne? Das mit der Brille. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade. Da vorne ist das drin. Ja, mach nochmal zu. Mich hast du überzeugt. So, jetzt Bernhard. Ja. Für deine Frau hätte das Bad ja ein bisschen kleiner sein können, ja. Aber du bist ja ein großer Mann. Ja. Du hast auch lange Arme. Ja. Du kennst ja den Leonardo da Vinci. Du brauchst Platz. Richtig. Du warst mal Kraftsportler, irgendwie Rudern nein, gemacht? Nein, um Gottes Willen. Nein. Kein Sport. So, dann zeigen wir mal. Das gibt's doch nicht. Das heißt, du warst drin, hast den Grundriss vorher natürlich eingezeichnet so ein bisschen? Ja, die Toilette bzw. das ganze Bad zu bauen, hat am meisten Zeit gedauert, ja. Ne, Mariam? Also wir wussten nicht, oder wir hatten ja ein Vorbild, unser altes Auto. Und da haben wir immer gesagt, um Hüfte ein bisschen eng. Mhm. Und das musste ein bisschen größer werden. So, und das ist die Trenntoilette. Ja. Das ist, da gibt es eine neue. Ich finde die hier viel cooler, weil die sieht so, ich sag mal, unglaublich spacig aus. Die neue, genau. Spacing, die neue ist, ne? So, die neue ist so ja, Industriedesign-mäßig. Du meinst, die in dir eine Runde zu drehen? Ja, genau. Die finde ich nicht gut. Die haben jetzt ein neues Design. Und das da unten ist die Kurbel, damit wird der Strom gemacht, oder? Ja, genau. Ja. Das kann man mit dem Fuß machen, das dafür gedacht. Habe ich jetzt gehört, ja. Die Vertriebsleiterin hat gesagt, nicht mit der Hand drehen, müssen wir mit dem Fuß machen. Ach, dafür ist sie auch gemacht, gell? Das heißt, man kann die mit der Hand drehen, gut, da wäre es ein bisschen fitter dann, mit dem Rücken und so. Ja. So, und das hier ist ja wohl Krankenwagen, oder, Maria? Ja, etwas, aber zweckmäßig, ne? Aber weißt du, was ich krass finde? Und auf Kundenwunsch. Sag mal, eine Firma, die Krankenwagen baut, die können doch gar nicht schlecht bauen, wenn sie am Markt bestehen wollen. Das heißt, das Zeug wird doch viel mehr belastet. Klar. Rein, raus, Sachen, Türen auf und zuschlagen, Hektik. Und so weiter, dann LED, du hast viel Licht drin, du hast dich bewusst für Tageslicht entschieden hier, 5000 Kelvin, was hast du hier? Ja, vor allem wir sind ein bisschen treppenaffin und lichtaffin, weil wir indirektes Licht immer einbauen und direktes Licht, das heißt auch separat schaltbar. Mhm. Und ja, dementsprechend sehr schönes Licht, ne? Es muss was ich toll finde, Markus, Licht wenn du sein. Kurz kommst. Plus es spiegelt... Ihr habt, spiegelt sich in der GFK an. So, ihr habt eine Spanndecke hier reingebaut, richtig? Ja. So, ja. Das ist keine Spanndecke, sondern das ist hochglänzend und das erweitert den Raum, oder? Das ist richtig. Bei mir ist es zwar anders beim Fahrzeug, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber ja, als ich gerade hier draußen gestanden habe, eigentlich habe ich immer gedacht, dass ich das Glänzende nicht mag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich es gesehen habe, gefällt es mir wieder erfahren. Doch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ja, Wert gelegt. Das direkte Licht wird so ein bisschen wiedergegeben und das sieht aus. Das ist jetzt, auf Putzlichtstellung, muss man sagen. Ja. Man kann es ja dimmen. Ja, kann man. Genau, wenn du es mal gerade dimmst, mal sehen, ob ihr... Rechts, Maria. Rechts. Ob ihr eine Pulsweitenmodulation... Moment, jetzt habe ich es ganz ausgemacht. Na. Du bist jetzt im sogenannten Schlaf. So, sehr schön. Jetzt ist ganz leicht. Genau, und dann musst du das andere mal ausmachen. In der Mitte ausmachen. Genau, so, dann kannst du jetzt sehen, dass es gedimmt wird. Genial. Jetzt ist es übrigens sehr, sehr... Das ist jetzt das Romantische. Ich mach mal mein Licht mal gerade aus, weil das macht alles kaputt. So, jetzt ist romantisch. Und jetzt hast du dieses Ambiente... Muss ja sein, Putzlicht. Das heißt, du kommst rein, da willst du alles mal schnell hell haben. Ja, richtig. Zum Kochen zum Beispiel und solche Sachen. Da braucht man ein bisschen Licht. Ne? So, wichtig, ihr liebt die Türken, die Firma Can. Ja, sie sind klein, sagen wir mal so. Also die Türken? Warte mal, ich zeig's mal. Die Spülbecken mit Kochstellen. Integriert, alles auf einmal. Das ist einfach gar nicht mal so schlecht. Can macht unglaublich tolle Kochfelder. Nicht so, weißt du, jetzt nichts gegen Dometic und so und Ted, aber die machen tolle Sachen. Was hast du drin? Ja, ich habe Tedford. Aha. Aber ich heize mit, oder ich koche mit Gas. Okay. Ja, also, okay. Ja, ich habe einen Vierflammen Kocher. Jetzt habe ich dich ein bisschen aus der... Ja, das stimmt. Ja, muss man sagen, weil ich nämlich gesagt habe, Can... Das ist nicht schlimm, ja. Also uns reichen zwei Flammen. Was ich total genial finde, ist die Optik auch. Das heißt, du hast jetzt nicht so eine Optik, wie das du aus dem Campingbereich kommst. Eine moderne Optik, ne? Das ist das Gute. Also sehr, sehr modern. Vor allem, es passt farblich zu allem. Und es ist, ja. So, der Bernhard wollte noch ein bisschen Bayern, wollte er ja noch drin haben. Kissmann. Ja, Kissmann. Mhm. Ja, ein Kompressor, der ist extra. Das heißt, den kannst du überall unterbringen. Wo steckt der jetzt? Der steckt unten im Zwischenboden. Mach mal auf, bitte.
Ich hoffe, ihr habt den leer geräumt. Ja. Oh mein Gott, normal mache ich ja immer Kühlschrankvideos, ja, was ihr drin habt, was die Nordlichter so drin haben. Ich gehe mal gerade hier rum. Hättest du gerne gehabt? Ja, klar. Ja, die Kiste leer gemacht. Ist er laut? Hört man den? Ja, den hörst du. Ja. Ist er sehr laut zum Schlafen? Nein. Okay. Mach mal zu, bitte. So, einmal schließen. So, und dann das Bad. Wir machen mal gerade hier weiter. Da unten hast du dann die Waschgelegenheit. Drunter hast du noch Staufächer? Ja, ja. Ah, so über Eck, dass du auch nutzen kannst. Ja, die Tischler. Also wir sind auch für Tischlerarbeiten sehr bekannt. Gut oder schlecht? Aufwendige Tischlerarbeiten für eigentlich ganz einfache Schränke. Trotzdem, es geht ja um die Ausnutzung von jedem Zentimeter. Das ist richtig, ja. Platz kann man nie genug haben. So, jetzt bist du ja hier in einem kleinen Auto drin. Trotzdem, was ist denn der Vorteil von so einem kleinen? Gut, der Führerschein, du hast einen LKW-Führerschein. Ich habe extra für das Fahrzeug einen großen Führerschein gemacht, das stimmt. Die Umstände beim Kauf des Fahrzeugs waren auch ein bisschen anders, als wie sie aktuell jetzt sind. Und ja, ich mag allerdings auch das große, schwere LKW-Fahrgestell. Ah, du bist ein Trucker, ein kleiner. Ja, ich glaube schon, ich mag das, ja. Also so, bei mir muss es nicht leicht und filigran sein. Ich habe das gerne ein bisschen kräftiger und deftiger. Der ist ja eigentlich, also das Fahrgestell ist ja Nahverkehr, der ist ja komplett unterfordert für das, was du machst. Das heißt, der hat Unmengen Reserven, ne? Also das Fahrgestell heißt 1529, also ein 15-Tonner. Er wiegt 12 Tonnen, also ich habe eine Zuladung von 3 Tonnen mit 290 PS. Also in jeglicher Hinsicht ist der gut aufgestellt. Und er kommt auch gut unten rum. Das ist hier natürlich auch so eine Sache. Der Iveco, viele sagen, ach, Iveco, Italien und so, die müssen erstmal gefahren haben, ja. Der Motor hat richtig Drehmoment, hat 3 Liter, ist ein Vierzylinder mit langem Hub, also das merkst du, oder? Ja, das merkt man. Okay. Ja. Ab und zu dauert es ein bisschen, bis er kommt, aber ich denke, der ist in Ordnung. Ja, es ist so. Was auch toll ist, die Automatik, die schafft nochmal Drehmoment, also zusätzlich, weil du kannst viel mehr Drehzahl aufbauen. Du bist zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Ja, was ist hier rechts um die Ecke? Ein kleiner Schrank? Ja, meinst du? Ja. Ja, dann musst du die Tür zumachen, dann kannst du das. Ach, der ist von außen. So, komm, ich zeig das mal gerade. Und das Gewürzregal habt ihr? Ja, genau. Ja. Du weißt, was ich gesagt habe. Ja, ich zeig's mal gerade. Das ist überhaupt das geilste Fach überhaupt. Das Highlight. Das, ja. Ach, die Hundetasse meinst du, oder? Nein, überhaupt dieses Ding. Ne? Das haben wir also gesagt, das wollen wir haben, dass wir eben dann so Tassen und so, die uns dann nicht irgendwo durch die Gegend fliegen und Gewürze und insofern, da sind wir richtig, richtig glücklich mit dem. So, mach mal den bitte an, den Lüfter von Fiamma, dass wir den mal hören. Mal gucken, ob du rankommst. Ja, ja. Lass mal ein bisschen aufmachen. Ja, lass mal ein bisschen auf. So, den Bernhard lassen wir da drin, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Da ist er. Aber das ist. Aber wollte Bernhard von Anfang an haben. Ja. Also wir haben dann auch zwei. Gesagt, ja. Das heißt, du kannst an dem einen blasen, den anderen drücken. Zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, da kannst du Durchzug machen. Dann. Durchzug machen. Ja, ist aber wichtig. Bernhard, genau, wenn du mal rauskommst. Interessant ist ja auch, es geht ja nicht nur um Kühle, es geht ja um frische Luft. Richtig. Und das ist ja das Wichtige. Ja. Naja, wir haben Fiamma genommen aufgrund der Aufbauhöhe. Domitec ist höher, wie heißt der, Max View oder wie heißt das Ding? Der Max Van. Max Van ist noch höher. Ja. Und so viel Platz hatten wir nicht mehr in der Garage. Ja, der ist auch leiser wie der Domitec. Der hier, der Fiamma, findest ja. du? Ja. Ja, ist natürlich nicht auf voll. Genau, wenn du mal gerade die niedrigste Stufe machst. Also meiner ist auf niedrigster Stufe schon so laut, dass ich auch, ich sag mal, zu dem Hersteller gesagt habe, ich will ihn nicht. Oh, ist der leise. Ist der Hammer. Das heißt, den kannst du so säuseln lassen. Ja, ne? Ja. So, jetzt geh mal bitte aufs Bett. Zeig mir das mal bitte. Weil Längsbetten barrierefrei, das ist ja eine Frechheit, ja. Das heißt, keine Stufen. Barrierefrei, das ist richtig wie bei dir, oder? Ja, ich muss eine kleine Treppe in mein Bett hochsteigen. Siehst du mal. Ja. So. Und das. Das war sehr ungewöhnlich. Dieser Grundriss, der kam auch von Bernhard. Bernhard, der ist geil, der Grundriss. Darf ich das mal sagen? Das ist so genial. Ja. Das heißt, ihr habt eine. Das ist schon verrückt, finde ich. Ne? Nee, gar nicht. Ihr habt eine richtige Stube, habt ihr hier, eine abgeschlossene Stube. Ja, da ist eine Schiebetür, kannst du zumachen. Genau, mach mal zu. So, das mal sehen. Ach, da unten ist die Verriegelung. Die machst du einmal dann für den Standbetrieb. Kommt das raus? Denn ich sag mal, mit so einer richtigen Tür, das hat riesen Vorteile. Lärmschutz. Ja. Lärmschutz, Thermoschutz.
Und nicht nur Schutz, sondern der eine kann mal ins Bett gehen, der andere kann hinten noch am Laptop was machen. Im Alter möchte man ja gerne mittags mal ein Schläfchen machen. Also so in 10 Jahren, meinst du? So in 10 Jahren, ja. Okay, im Alter dann, ja. So, wenn ich mal kurz mal draufsetzt, dann nimmt nämlich dein männlicher Körper nicht den ganzen Raum ein. So, ich mach mal hier an, dass ich euch mal gerade nochmal zeige und mach mal das Licht mal schön auf warm hier. 3, 2. Du kannst ruhig anmachen. Ja. Mach mal an, dass wir das mal sehen. Kannst du das auch anmachen? Dann soll er das auch anmachen. Ja, dann muss doch hin. Also, ihr habt hier was Tolles gemacht. Ihr habt barrierefrei mit wirklich Längsbetten mit drin, die ihr in der Mitte nochmal erweitern könnt. Oder was, was ist hier vorne? Können wir eine Platte reinmachen? Ja, können wir eine Platte reinmachen. Kannst du eine Platte reinmachen? Dann hast du hier den Durchgang zum Fahrerhaus. Genau. So, das ist ja kein Faltenbike dazwischen, oder? Der hängt direkt dran. Nein, der ist fest. Der ist fest. Fest dran. Und da kann man auch durchgehen, ne? So, jetzt mal, genau, das könnt ihr mal runterlassen. Bleibt mal so sitzen. Ich filme mal gerade, dass ich euch irgendwie mal da drauf kriege. Das ist ja... Ich habe so einen Grundriss noch nie gesehen auf dem Fernreisemobil. Ja, also das, das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir kaufen auch keinen von der Stange, sondern wir wollen dieses wirklich haben. Ne? Und mal, die Betten sind... Sag mal, eine Frage, ist das eine Bett ein bisschen länger wie das andere? Ja, das ist länger. Das ist länger. Ja. Und da schläfst du im längeren und der Berner muss die Beine einziehen. Nein, er schläft da und ich schlafe hier. Das hängt aber damit zusammen, dass hier die Tür mit hinter geht und die 5 cm ist es eben kürzer. Die Bettlänge 2 Meter? 2 Meter. Ja. Und bei dir? 1,95 Meter. 1,95. So, dann hast du hier vorne hast du Ablagen mit drin, da oben hast du Staufächer, oben drüber, indirekte Beleuchtung, Lüfter mit drin. Das hier. Und es klappert nichts? Nee. Klappert nichts. Ist das ein Fach? Das ist unser Fach. Nee, da kannst du drin pennen. Ja, ja, ja. Kann man theoretisch kann man drin liegen. Da machst du mal Matratze rein. Der Lettke hat gesagt, er hätte schon drin gelegen. Beim Bau damals. Boah, ist das ein riesen Staufach. Ja. Jetzt könnte man hier sogar noch Schwerlastauszüge reinmachen, theoretisch. Wenn man will, brauchst du aber nicht, oder? Was da drin? Da drin, hier ist zum Beispiel die Platte, die hier reinkommt. Das Zwischenboden mit Polster. Da oben ist der Schwiegermutterpolster für vorne, okay, sitzt. Ein paar Decken, Wäsche, mein Fotostativ ist da hinten drin, Staubsauger und all solche Sachen. Kleiderschrank hängend, habt ihr sowas? Ja. Mach mal auf. Bitte. Kann man reingucken. So, das heißt also für T-Shirts und so, ja, also jetzt nicht fürs Ballkleid, oder? Naja, das trage ich aber auch selten. Echt? So, oben habt ihr dann nochmal Schränke. Auch mal da bitte öffnen. Aber selbstverständlich. Boah, ist ein tolles Auto, ehrlich. Ja, wir sind ganz zufrieden. Als ihr ihn abgeholt habt, war da noch viel zu reklamieren. Das heißt, man fährt ja so eine Woche mal, dann merkt man erst die Sachen, wenn es gebaut ist, oder? Der Chef hat gesagt, fahrt mal erst ein paar Wochen und dann kommt er wieder und dann machen wir den Rest. Ein paar Kinderkrankheiten haben wir. War er denn danach, ihr habt ja dann den Kaufpreis bezahlt, das ist ja nicht wie beim Haus. Hat er euch denn nochmal wiedererkannt, als er dann mit ein paar Mängeln kam? Ja. Hat er gesagt, ich kenne euch nicht mehr? Was das Auto? Sowas gibt es bei Firma immer nicht. Nein. Da wird man familiär aufgenommen. Ja. Okay. Und zwar egal, ob man irgendwas hat, was gemacht werden soll. Was war denn zum Beispiel? Was war denn zum Beispiel so eine Kleinigkeit? Wir hatten Probleme mit der Aufbautür. Ja. Die passte nicht. Was heißt passte nicht? Die schließt nicht richtig oder schloss nicht richtig. Und das haben sie gemacht. So, das war viel Aufwand oder war das eigentlich? Ja, doch, wir mussten zweimal kommen dafür. Aber das war überhaupt kein Problem. Das heißt, ihr seid zweimal die 50 Kilometer gefahren? Ja. Gut, das ging ja noch. Schlimm, ne? Gut, die hat ja auch keine Zeit. Kilometer wäre schlimmer. Das ist natürlich cool, im Norden hier so einen Hersteller zu haben, der auch noch sagt, jetzt wo wir die ganze Arbeit hier gemacht haben, wäre das schlimm, wenn einer kommt und sagt, ich will genau diesen Grundriss haben, ja, dass ihr eure Ingenieursarbeit, die ihr da reingesteckt habt, jemand anderem geben würdet? Nein, das ist ja Hirnschmalz von uns, aber die Arbeit, die hat die Firma Emmert ja gemacht. Okay. Aber was zum Beispiel unheimlich toll war, diese Haken, ne? Wo sollten die denn hin und welche Farben sollten da hin? Da ist er dann eben morgens losgefahren, ist hier hingekommen, hat gesagt, so und so und so und so und so. Wenn wir in Süddeutschland gewesen wären, hätten wir gesagt, macht mal. Ne? Ja, interessant ist auch, das sind exakt die beliebtesten Vogelfarben, muss man sagen, die es auf der Welt gibt. Rot, grün, braun und so weiter. Aber so Kleinigkeiten, das heißt, das Ganze soll ja auch zeitlos sein. Es soll ja jetzt nicht so sein, dass ihr nach Trends haftet. Nein, auf keinen Fall. Also dieser Haken
es ist weiß und es soll ein bisschen Farbe machen. Ja. Ja. Es fühlt sich an wie eine gute Stube. Du könntest ja noch mit Folie arbeiten, wenn dir das Weiß irgendwann mal auf den Geist geht. Man kann es folieren, oder? Ja, klar, genau. Aber die Vorhänge machen das Ganze so ein bisschen lebendiger, oder? Und diese Stau... Kästen ist nicht wirklich Säckchen. Die Stausäcke. Genau. Und dieser Vorhang plus die Vorhänge an der Sitzecke, die machen das Ganze schon wieder viel, viel gemütlicher. Und man schläft traumhaft. Maria hat uns die besten Matratzen, die es überhaupt gibt, diese Sonderanfertigung, die besten Matratzen. Aus dem Ikea, oder? Nein. Ja, genau. Aber das ist 14 cm. 14? Ja, dick. Hast du auch 14? Also... Wovon redet ihr? Achso, 14 cm. Achso, du hast jetzt falsch gehört, aber nee, das ist jetzt die Dicke der Matratze, habe ich gedacht, weil... Du, also eigentlich bilde ich mir ja einmal eine Maße vom Auto zu kennen, aber das habe ich doch noch nicht gemacht. So, die Matratzendicke hat er nicht. Sag mal, ich habe jetzt eine sehr, sehr persönliche Frage und du musst gut überlegen, ob du darauf antwortest. Ob ich die beantworte oder nicht, okay. Aber was ist unter dem Bett? Na, die Elektrik, du hast sie gesehen. Ach, die ist da direkt da drunter. Die ist direkt hier. Kann man da reingucken und das ist eine Platte? Nee, von oben kannst du nicht. Nein, du kannst nicht. Und da, hier auf der Seite, was ist da drunter? Da sind unsere Stühle, die du auch gesehen hast. Also der Stauraum. Frischwassertank. Ja, der Frischwassertank ist auf der Straße. Hier sind die Stühle. Hier sind die Stühle. Da sind die Stühle. Ja, deshalb ist es durchgängig. Okay. Das ist also ausgetüftelt. Cool finde ich das Leselicht hier, was ihr habt. Ja, das ist Maria-like. Maria durfte, das Licht durfte Maria ganz alleine... Entwickeln und... Das war so das Einzige, was sie durfte, ja, oder? Was sie durfte, ja. Sind das hier so nervige Kunden gewesen, die dauernd alles gucken wollten, die hier ihr Zelt aufgeschlagen haben draußen während der Bauzeit? Ja, wir haben sie gerne eingeladen, täglich, nein, um hier die Teilchen zu essen bei uns. Ist das denn so, darf man denn mal zwischendurch mal gucken kommen? Na klar. Ja, okay. Am besten am Freitag oder so, wenn wir schon wieder... Mehr da ist. Nein. Wenn wir schon wieder ein Stück gearbeitet haben, dann kann man schon einen Fortschritt sehen. Und dann hat man oft auch noch so ein paar Fragen. Wie zum Beispiel, wo kommen die Haken hin? Genau. Oder welche Wasserhähne? Ja, genau. Wasserhähne, das war auch ein Thema. So, das ist ein Auszug, oder? Oder das Gewicht. Das Gewicht, ne? Ja, wir mussten das Gewicht erfragen. Ja. Tut mir leid. Ja. Sag mal, das ist ja, wenn man hier so Fahrzeuge baut, da muss man ja auch achten auf Symmetrie. Das ist ja ein wichtiges Thema. Du kannst ja nicht hinten irgendwie 5 Tonnen reinmachen und vorne nichts. Das wird ja auch von euch berechnet, oder? Das wird geplant. Aber da haben wir eine tolle Konstruktion dafür. Ja. Und da lernen wir den Sven auch noch kennen, den Konstrukteur. Ja, klar. Sehr schön. Das heißt, ihr habt, wie viele Leute habt ihr hier? 34 Leute haben wir. Boah, ganz schön viel. Das heißt, ihr habt hier die Verantwortung für 34 Familien, ja, die da sind. Ganz genau. Alles Väter und Und noch Mütter? Oder habt ihr nur Männer? Ja, ich bin zwar Mutter und die Köchin ist das war's, eine Mutter und die Reinigungskraft ist auch eine Frau. Ansonsten arbeiten hier nicht so viele Frauen, ehrlich gesagt. Doch, meine Assistentin Anne ist auch eine Mutter. Ja. Gut, das heißt, du hast die Frauenquote hochgeschossen. Ja, ein bisschen. Ja, muss ja sein. Das muss ja sein, sonst, ne? Da war auch, bevor du angefangen hast, wahrscheinlich ein Putzmann, oder? Den Hausmeister. Ja, klar, Josef. Das ist interessant, da muss man so ganz leicht... Wir haben den Apothekerschrank gebaut und den habt ihr dann ausgebaut, weil dann einige Teile einfach nur in dem... in dem Auszug quasi liegen geblieben sind. Und was ist da jetzt drin? Du kannst gerne aufmachen. Ja. Kannst du das nur, ja, die andere auf. Seite. Der nicht. Nur der. Der hat nur einen Schritt. Ach so. Okay. Ach so. Ich dachte, da war vorher ein Apothekerschrank. Jetzt habe ich es. Das sieht man ja auch in der... Genau, man sieht das ja hier. Ich habe schon gedacht, ihr hättet diesen riesen Stauschrank jetzt... Was ist denn da drin normalerweise? Also dieses Teil hier, das war bei dem Auszug, war das ja frei. Ja. Und uns sind die Sachen dahinter gefallen und wir haben die nie wieder rausgekriegt. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn du so nach 10 Jahren guckst. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn das Tomaten sind, dann ist das nach einiger Zeit sehr unangenehm. Ja, habt ihr jemals Mäuse gehabt im Auto? Nein, Mäuse nicht, nein. Und dann haben wir gesagt, wir schmeißen ihn raus. Und dann haben wir ihn ausbauen lassen und haben jetzt eben... zwei mit Kästen. Finde ich cool. Und da kommen Lebensmitteltöpfe und Pfannen und solche Sachen. Maria, zeig mal hier. Du warst genau auf dem richtigen. Mach mal raus. Weil Leute fragen sich nämlich. Aktuell ist. Ja, ist aktuell. Was ist da drin? Das ist ein Mülleimer.
Das ist ein Mülleimer. Genau, und dahinter sind so. Ihr habt ja jetzt nicht vor, damit auf eine Fähre zu gehen oder irgendwas dem verschiffen zu lassen. Ansonsten hättet ihr wahrscheinlich vorne eine feste Tür reingemacht. Oder ist da eine feste Tür drin? Kannst du eine Platte reinmachen. Die ist fest. Die wird hier verknebelt. Ah, das heißt, du machst die Platte rein und dann kann man Fähre machen, kann ihn reinmachen und ich darf mal kurz reinschauen. Also den Vorhang so ein bisschen aufrollen, genau. Ach so, man kann den aufrollen und dann und vorne... Du zumachen. Das ist so eine kleine Leiste. Genau. Mach mal. Das ist jetzt ein Zwei-Personen-Fahrzeug, das heißt mit zwei Plätzen. Ja, genau. Und einem Hund, so ne? Und zwei Hunde. Tom ist ja klar. Vorher waren es ja auch zwei, jetzt werden es wieder zwei. So, und das ist die gute Stube. Ja, fährt sich wie ein PKW eigentlich? Ja, ich fahre den auch, überhaupt kein Problem. Ich habe allerdings Fahrstunden genommen. Ja. Und mein Fahrlehrer, ich habe erst auf dem Iveco 7 Tonner Fahrstunden genommen und dann hat er gesagt, wenn das Auto da ist, dann fahren wir mit dem Auto, dann erkläre ich dir das alles, weil es hat keinen Sinn, ein anderes Auto zu erklären. So, die Prüfung war die schwer anschließend? Ich habe keine Prüfung gemacht. Ich habe einen alten Dreier. Ich habe hier den normalen Dreier. So, und du hast wahrscheinlich den ganz großen LKW-Führerschein damals beim Bund geschenkt bekommen für 17 Mark. Nein. Dann hätten darum, wir ja auch einen großen genommen. Dann hätten wir ja auch einen Atego gehabt. So. Ich hatte keine Lust, einen Führerschein, einen LKW-Führerschein zu machen. Der hat drei Sperren. Das ist ein Riesenvorteil. Du kannst damit umgehen? Ja, ich übe gerade. Hast du es jemals gebraucht, die Sperren? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay, das heißt, der kommt auch mit wahrscheinlich hinterher. Ach, der hat ja permanenten Allrad. Okay. Verstanden. So, dann hat er die Achtgang-Automatik, der hat Multifunktionslenkrad mit drin. Also, wenn ihr euch den mal angucken wollt, es ist tatsächlich derselbe, den auch UPS-Fahrer fahren. Ein sehr, sehr robustes Fahrzeug, ausgelegt für mehrere hunderttausend Kilometern. Was fahrt ihr denn so im Jahr? Naja, Corona. Wir fangen jetzt gerade mal an. Ja. Also, wir haben jetzt 12.000 runter. 12.000, ja. So, ihr wart jetzt in Schweden. Ihr wart auf einer Insel, die heißt? Öland. Öland? Öland. Ist das die ganz unten? Die untere, ja. Das andere ist ja Gotland. Oben. Und wie kommt man auf die Insel drauf? Schwimmen? Nee, mit der Brücke. Ach, eine Brücke gibt es da. Ist das teuer, über die Brücke fahren? Gar nicht, kostet nichts. Nee. Ist Schweden zu empfehlen? Ist das eigentlich Europa, Schweden? Oder ist das... Ja, gehören zur EU. Gehören zur EU. Ja. Und die haben ja schwedische Kronen, glaube ich? Die haben schwedische Kronen, ja. Ist das komisch, wieder mal so anderes Geld zu haben? Das ist Urlaubsfeeling. Mhm. Ja. Das heißt, du kommst hin? Du kommst in Europa oder auf dem Kontinent, kommst du ja fast überall mit Euro klar. Mhm. Und in Schweden musst du dein Geld tauschen. Das hat es mal vor 20 Jahren gegeben. Jetzt mal eine Frage. Schweden ist in der EU und das Land davor ist Dänemark, oder? Ja. Das ist nicht in der EU. Doch auch. Norwegen nicht. Norwegen ist nicht in der EU. Genau. So war das nämlich, ja. Das heißt, also die sind da mit drin. Die haben auch eine eigene Währung, die Dänen. Ja. Die haben keinen Euro. Die haben auch Kronen. Norwegen hat Kronen. Haben alle Kronen. Die haben alle ihre eigenen Kronen. Was ist an Schweden so toll? Ja, was ist an Schweden toll? Du hast jede Menge Natur. Ja. Du fährst, ich sag mal, 100 Kilometer aus Göteborg raus und bist alleine. Sag mal, diese Tiere da mit dem Geweih da, die so groß sind, Elche. Ja, die gibt's ja nicht. Die gibt's nicht? Nee. Das ist ein Fake. Mit den Elchen. Wie meinst du das? Ja, die Schilder stehen an der Straße, aber es gibt wie viele Touristen, die wegen Elchen nach Schweden fahren, aber noch nie welchen gesehen haben. Hast du mal einen gesehen? Wir haben mal einen gesehen, der lief vor uns über die Straße. Ja. Und das war schon dunkel, nachts bei Glatteis und. Ist das so ein Riesengerät, wie man die kennt? Ja. Ja. Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd, ja. Großes Pferd. Ein Pferd mit einem Horn, oder? Ja, genau. Krass. Also du würdest sagen, fahr mal nach Schweden, oder? Wenn ich jetzt boshaft würde, würde ich sagen, es regnet, da gibt es Mücken, die Sonne scheint nicht, fahrt da nicht hin. Mhm. Ist das da teuer in Schweden? Ja. Wir haben nur ein Beispiel jetzt, wir haben für 1 Liter Diesel 2 Euro bezahlt. Gut, ist ja demnächst auch hier. Ja, genau. da kann man schon ein bisschen üben. Sag mal, jetzt wird es wieder viele Leute geben, die schreiben dann drunter so Kommentare wie... Ihr könnt euch mal schön freuen, demnächst könnt ihr euer Ding auf eurem Hof parken, weil man darf es nicht mehr fahren. Es ist ja so, dass, ich sag mal, Fahrzeug wird ja wenig bewegt. Du wartest ein Jahr unterwegs, 12.000 Kilometer, das heißt also... Ja, das lag aber daran, weil Corona war, wir konnten ja nicht. Aber du, ich meine, ihr werdet ja jetzt nicht 200.000 Kilometer im Jahr fahren, wie so ein DPD-Fahrer. Nein, oder? Das nicht, aber wir wollen im Januar wieder los. Ja, und dann geht's noch? Nach Gibraltar. Gibraltar liegt in... Ganz unten. Spanien. In Spanien. Ja, so. Einmal nach Afrika gucken. Nur gucken. Gucken. Rüber wollen wir. Achso, man kann rüber gucken. Ja, von hier. Ist das so Portugal in der Nähe? Ja.
Okay. Das heißt, ihr fahrt Spanien, Portugal. Aber ihr würdet euch niemals mit eurem Gerät auf diese weiße Ware Stellplätze stellen, die so monatelang dann jeden Abend eine Flasche Rotwein reinziehen? Würden wir, ja. Würdet ihr? Ja, klar. Aber nicht monatelang. Aber ihr würdet euch schon mal so eine Woche da, mal... Da kann man duschen, Wäsche waschen. Ja, genau. Und also ihr seid nicht die Hardcore-Leute, die sagt, wir würden uns niemals auf den Campingplatz stellen. Nein, wir sind keine Hardcore. Nein. Ja. Die dann sagen, das muss immer draußen sein, wir wollen keine anderen Camper sehen. Nein, Blödsinn. So, ihr seid also gerne auch mal am Campingplatz. Das Auto hier, ihr wart mal am Campingplatz, oder, mit dem Auto? Auf dem Campingplatz waren wir noch nicht. Nur auf Stellplätzen. Auf Stellplätzen sind wir gewesen. Ansonsten in Schweden haben wir nur freigestanden. Wie waren die Reaktionen auf das Auto? Geil, da habt ihr alles richtig gemacht. Das waren die Reaktionen. In Bezug auf was? Auf das Auto. Grundriss oder? Und einmal drum zugegangen. Haben gesagt, da hat nichts verkehrt gemacht. Das ist genau richtig. So. Dann nee, haben das waren war natürlich alle auch alles Rentner, ne? Ja. Ja, ist klasse. Also das Coole ist, es ist halt nicht so, ich meine, ich fahr ja selbst ein Riesenschiff, so praktisch weiße Ware. Ja. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber das ist dann schon so ein bisschen elitär und so. Aber das Auto hier, das kann man so nicht richtig einordnen. Ne? Das ist so eher, ich sag mal, Offroad mit einer Kabine, mit nicht so der typische voll integrierte Luxusliner. Kein Teil integrierter. Ja. Nein, das ist, wie gesagt, einer, so wie wir uns den vorstellen. Und wir müssen nicht auf Stellplätze, wir müssen nicht auf Campingplätze. Wir können und wir wollen das auch. Ab und zu, ja. Weil wir haben keine Dusche, wie du vielleicht gesehen hast. So, abschließend die Frage, ihr würdet nochmal zur Maria gehen? Immer. Also sollten wir immer. Und ich würde auch jedem empfehlen, zu Maria zu gehen. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top. Und das, was man kriegt, ist richtig gut. Das ist halt hier jetzt praktisch Industriebau für Fahrzeuge, so muss man sagen. Das Ganze ist auch Feuerwehren, Rettungsdienst, ja, und so weiter. Das ist RTW-Boden. RTW-Boden? Ja, den finden wir echt klasse. Und das Sie heißt, wollten uns so einen Holzfußboden da reinmachen. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen den. Wir wollen den RTW-Boden haben, ja. Ja, genau, ja. Haben sie noch nie gemacht im Reisemobil. Der ist unkaputtbar, oder? Ja. Ist so. Ja, der Vorteil ist, irgendwann, ich sag mal, kann man sich das ja auch mal umbauen lassen. Einer könnte mal nicht mehr gehen, das kann ja passieren. Das heißt, also man kann ja vorbeikommen, Eingang vergrößern lassen, ihr habt ein barrierefreies Fahrzeug. Ja. Du musst nur noch irgendwie hochkommen. Ja. Das ist die einzige... Da gibt es ja auch Möglichkeiten, ja, ne? Lifter. Das heißt, die kommen her, du hörst dir das zu. Der Aufbau, ist der jetzt stark verwunden, dass es knirscht? Nichts, irgendwie? Gar nichts. Habe ich auch erst gedacht, die Nähte reißen oder irgendwie... Weil der ist ja direkt am Rahmen drauf, oder? Ja. Das heißt, der braucht jetzt auch keine... Also Zwischenrahmen ist Zwischenrahmen ist drauf. Ja, klar. Okay. Und dann hat Iveco hat ja diese Gummilagerung, da liegt der drauf. Ah, okay. Das heißt also, die fangen an zu arbeiten, die Gummis. Und ein bisschen arbeiten die, ja. Schön, komm, wir gehen mal raus. Ja. Hat der einen Namen eigentlich? Nö. Magirus. Stimmt, Iveco ist ja auch Magirus. Ja, stimmt. Wir suchen immer noch ein Schild, wir haben noch keins gefunden. Magirus-Schild. Ja. Ich zeige nochmal gerade die Technik. Da habt ihr hier vorne Schalter, das ist ja jetzt nur möglich, RTW, oder rechts? Ja, klar. Genial, das heißt, die gehen auch nicht kaputt. Nein. Die Multicontrol hier von Victron, dann hier die CP Plus und von Philippi die Steuerung, auch in Booten. Ja. Also das ist, ja, mit 700... Man muss sich dann alles so ein bisschen erarbeiten, ist alles neu, wenn man so ein Auto kriegt. Und aber so mit der Zeit lernt man die Kniffe kennen. So, ich zeig mal das Fliegengitter. Geht nicht. Unten das Ding ist. Boden raus. Aber fliegen geht das dann. So, komm. Das schenken wir uns. Jetzt werde ich mal hier. Das ist übrigens die. Ich brauche die Maria. Ganz wichtig jetzt, denn jetzt werden viele Leute fragen, wo kann ich mir mein Fahrzeug jetzt mal planen lassen? Ja, wir sind in Lingen. Das liegt im Emsland. Ich habe vorher war noch nie in Lingen. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ist die groß, die Stadt Lingen? Ja, 50.000. 50.000, ja. So okay, das heißt, es gibt auch ein Aldi hier und so. Ja, es gibt auch ein Aldi. Ärzte soll es hier auch geben. Krankenhäuser. Du bist ja, ich sag mal, du bist ja jetzt Lingener, so muss man sagen. Lingenerin. Du wohnst auch in Lingen? Ja. Lingen, ihr habt eine eigene Autobahn, die A, was ist 31? Das? 31. Eine eigene Autobahn, ja. Wir haben eine eigene Autobahn, die B70. Ich habe gesehen, also hier waren unglaublich viele gelbe Nummernschilder auf der Autobahn. Das heißt, ist hier Niederlande in der Nähe? Ja, ganz viele niederländische Europa mit Bürger, darf man das so sagen,
kommen rüber und sind hier unterwegs. Genau. Das sind 25 Kilometer. Genau. Wir sind hier Lingen, Nordhorn und dann ist schon wieder. Ich überlege mal gerade, ob ich deinen Namen auf die Reihe kriege. Du bist die Maria Bölter-Emmert. Genau. Bölter-Emmert. Bölter-Emmert, genau, mit ER. So, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, wie ist die Vorgehensweise? Habt ihr einen Showroom oder ist man so, dass man erstmal in die Küche gebracht wird und dann eure tolle Suppe essen muss? Also die Küche, die bleibt bei dir hängen. Ne? Also, warte, ich zeig mal die Küche. Komm mal mit. Komm mal. Oh mein Gott. Ist so klasse, die Küche. Okay. Ihr habt eine große Industrieküche gebaut, muss man sagen. Ja, das die ist stimmt. Wahrscheinlich hier, dass die Mitarbeiter auch was zu essen kriegen, oder? Aber die Köchin, die wollte nicht in den Film. Warte, ich zeig mal gerade, da vorne ist, das habe ich bekommen, das sind hier Pizzaküchelchen. Dann hast du hier vorne hast du praktisch. Ja, am Freitag wird immer gebacken. Also die Köchin, Nathalie, oh mein Gott, die wird nicht gleich ins Bild. Ist sie da oder was? Ja, ganz gut. Und dann mach mal auf. Ja, frag sie mal vorher. Guck mal gerade. Sie ist ganz scheu. Sie ist ganz scheu. Komm. Ganz schüchtern und ganz scheu. Ah, ganz kurz, nur ganz kurz. So. Nein, weil wenn du dich mal gerade umdrehst, dass man dich nicht sieht. Genau. Einmal drehen, dreh dich mal um, dass man dich nicht sieht. Das ist nicht so schlimm, sie will nämlich nicht gefilmt werden. Ich will mal nur mal die Küche zeigen. Das ist so eine tolle Küche hier, oder? Ja, das können Sie, die Küche können Sie zeigen. Genau, die zeige ich mal gerade. Das ist ja mal ein Induktionsfeld, oder? Ist das Induktion? Nee. Ist das Induktion, Maria? Ja, klar. Das ist Induktion. Wir haben Sie ein bisschen überrascht, ne? Boah, wenn du mal gerade deine Hand daneben hältst, dass man mal sieht, wie groß sie ist. Oder ist das Induktion? Nee, ne? Nee, das ist ein Ceran. Ich koche hier leider nicht. Tut mir leid, ist auch ich egal. Esse nur mit. So, das nenne ich ja mal eine Dunstabzugshaube. So, da vorne habt ihr dann eine Industriespülmaschine. Eine Industriespülmaschine und eine normale Spülmaschine, die Kühlschränke. Wird denn hier für die Mitarbeiter schon mal gekocht? Ja, oder? Für alle Mitarbeiter, auch für mich und meine Familie. Ich bin dann ja, ich nehme dann ja auch viel mit, weil ich dann hier viel in der Firma bin. So, ich gehe mal gerade hier rüber, dass man die Maria nicht filmt. Für den Chef, für alle. So, da vorne ist das Wasser, das sage ich mal, das habt ihr auch getischelt. Genau, das ist auch dann immer. Das sind eigentlich die Esstische vor Corona gewesen. Also hier haben alle Mitarbeiter zusammen gesessen und gegessen. Jetzt geht das natürlich nicht, deswegen essen wir in der großen Halle und haben dann aber natürlich die unterschiedlichen Garnituren hier stehen, wo unsere Mitarbeiter auch essen. Also wir kochen für unsere Mitarbeiter, aber auch für uns selbst. Hat sich so entwickelt, aus der Not. Wie so oft hier bei Emmert Fahrzeuge entwickeln sich Ideen aus einer Notlage, indem man sagt, man muss ja auch essen, wenn man so lange arbeitet. So, und hier will man auch noch zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt Interesse habe, ja, ihr habt eine Webseite, was heißt, man googelt einfach Emmert Fahrzeuge? www.emmert-fahrzeuge.de und dann kommt man auf eine Seite und da unterscheiden wir, da haben wir zwei Bereiche, Rescue und Care. Rescue und Care deckt die ELWs und RTWs und KTWs, NKTWs ab. Und die Style und Adventure-Sparte sind die Expeditionsfahrzeuge, ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall Wohnmobile und Sonderanfertigung. Also was ich ziemlich gut bei euch finde, ist, ihr seid ziemlich barrierefrei, was so die Anfragen angeht. Du musst jetzt nicht der Offroad-Spezialist sein. Du kannst auch herkommen und sagen, ich will einfach ein cooles Wohnmobil haben. Genau, einfach planen. Ja, wir natürlich gehen wir so vor, indem wir eine Checkliste haben, eine lange Checkliste, die dann uns sagt nochmal, wo reist man hin, welchen Platzbedarf braucht man, was will man, womit will man kochen, womit will man heizen und und anhand dieser Liste machen wir dann ein Angebot. Das Angebot besprechen wir dann mit dem Kunden, machen 3D-Zeichnungen, gehen dann noch mal quasi in die Details rein und gucken uns dann an, ob wir dann zusammenpassen oder nicht. Das ist dann immer so eine sehr individuelle Geschichte, wenn man für Kunden, für Privatkunden arbeitet. Jetzt sehen wir zum Beispiel einen RTW, noch nicht voll verkabelt, aber RTW ist ein Rettungswagen. RTW, ist ein Rettungstransportwagen, genau. Mhm. Können wir uns gleich nochmal anschauen. 1:23 haben wir gebraucht, aber man muss sagen, wenn man sowas plant, da gehen oft Monate ins Land, da ist eine Stunde gerade ein bisschen wenig. Wir werden viele Fahrzeuge jetzt nochmal filmen, werden das mal zeigen. Für dich das erste Video. Ja. Ja, sehr schön.
schon. Da steht er. Ja, das heißt also, wenn Leute das haben möchten, die können ruhig sagen, das Fahrzeug von der Familie Hülsmann. Genau, ruhig mal von der Familie Hülsmann. Das oder so ähnlich hätte ich gerne, aber ihr könnt auch was ganz anderes bauen. Ihr könnt auf die Höhen eingehen, wenn einer sagt, also ich bin nicht so groß, brauche ich nicht. Dadurch, dass wir die Wände, die Sandwich-Kofferwände selber bauen, das gucken wir uns ja heute nochmal an, können wir die Größen der Koffer ganz individuell bestimmen und auch die, ja, nicht nur die Innenausstattung, sondern auch zum Beispiel so einen Stauraum-Alkoven können wir jederzeit umsetzen. So, der Kunde hat das Fahrzeug jetzt selber besorgt. Könntet ihr auch besorgen? Ja, klar. Okay. Also Iveco, Iveco West, darf man das sagen? Ja, kannst du sagen, das klar. Das Fahrzeug her. Und zuverlässiger Partner, da gehen ja viele hin und besorgen sich das Fahrzeug. Also das Fahrzeug kann jederzeit beigestellt werden. Auch gebraucht, kann das sein? Ja, da muss man halt gucken, wie da der Zustand ist. Ne? Weil, aber wenn sich jetzt jemand auskennt, das Fahrzeug hier ist auch gebraucht, der rote hier? Nee, der ist nicht gebraucht. Das ist neu. Das ist ein Feuerwehrfahrgestell, genau, wird dann für einen Kunden jetzt gebaut. Das war vorher eine Doppelkabine. Wir haben dann ja die Doppelkabine abgetrennt. Das kann man ja, also im Daimler-Werk wird ja die Doppelkabine auch durch einen Fahrzeugbauer aufgesetzt, also die doppelte Kabine. Du hast abgeschnitten? Nee, aufgesetzt. Also das Fahrzeug kommt im Werk vom Band so mit einer Einzelkabine. Ja. Und es gibt einen Ausbauer, der dann quasi die doppelte Kabine baut. Die Doppelkabine quasi aufsetzt, nebenaufsetzt, verklebt und so weiter. Das passiert dann auch im Werk quasi auf einer Nebenlinie. Und so, wenn man eigentlich sowas macht, wie du das machst, was hat man da gelernt so? Was bist du? Gar nichts. Nein, Betriebswirtin. Nein. Ich habe eigentlich internationales Wirtschaftsrecht studiert. Okay. Das heißt, du kommst ja so im kaufmännischen Bereich, aber es bleibt nicht aus, dass du dich mit Technik auskennst. Nein, man wächst da rein und das ist... So, du hast auch Kids, selber Kinder? Ja, so. 3. Ja, ihr habt doch selbst ein Reisemobil? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Haben wir nicht, aber ich habe, ich arbeite sehr viel, aber habe ganz nette Kinder. So, jetzt hast du die ganze Zeit daneben gestanden. Das ist dein Auto dahinter, das werden wir gleich mal filmen. Ja. Trotzdem tolles Auto, oder, der Iveco? Das ist ein super tolles Auto. Also ich mag den Iveco generell, weil er einen Leiterrahmen hat und so weiter. Also für die Basis ist das, glaube ich, ein unschlagbar gutes Fahrwerk, ja. So, das ist deiner Baujahr, was hat er? Das ist ein Produktionsjahr 2015. Ich habe das Auto jetzt 3 Jahre und der hat auch 2 Jahre bei Mercedes gestanden. Okay. Ich glaube, die haben auch Falde produziert. Das ist ein Feuerwehrauto eigentlich. Mhm. Ja, also wir können nachher mal die Motorhaube aufmachen, da sieht man noch die originalrote Farbe, ähnlich wie der hier. Und dann war der hier 1,5 Jahre bei Emmert in der Produktion. Das lag aber nicht daran, also ich bin später dazugekommen zu dem Fahrzeug, so war das gewesen. Okay, verstehe. Und Wie auch immer, das werden wir jetzt mal irgendwann mal fahren. So, den beiden sage ich noch Tschüss erstmal. Vielen Dank. Dann vielen Dank, liebe Claudia. Ja, so, den Namen habe ich auch schon drauf, aber den vom Hund jetzt nicht mehr. Der Tom. Heißt Tom. Tom und Theo. Ja, Theo, der kommt ja erst noch. Zweimal T. Genau. Und Bernhard. Ja. Wir haben zwar ein bisschen Späßchen gemacht, aber hier geht es ja auch um viel Geld, was man den Leuten anvertraut. Wie ist das mit der Zahlung? Zahlt man alles direkt vorab? Oder? Nein. Vorab so einen kleinen Betrag und dann den Rest kurz vor Fertigstellung. Okay, das heißt, du hast aber jetzt auch das Auto mitgebracht, also die haben schon eine gewisse Sicherheit hier da. Das Thema hat ja viel mit Vertrauen zu tun, ja. Das heißt, du gibst ja Leuten dann den Auftrag in die Hand. Jetzt ist ja 4 Monate Bauzeit rekordverdächtig, oder? Ja, das ist rekordverdächtig, ja. War das nicht ein Kaufargument? Ja, einer der 3 Kaufargumente. Drei, erzähl mal. Schnelligkeit, wie gesagt, 4 Monate. Die Küche? Die Küche ist eine und die Entfernung für uns. 50 Kilometer. 50 Kilometer. Ja. Aber das ist egal, ob du aus Bremen kommst, sind 120 oder aus Hamburg sind 200 und was weiß ich. Das ist, oder hier Markus zum Beispiel, der hat ein bisschen mehr, aber ich denke, dass das ein Argument ist. Ne? Ach ja, man muss sagen, ihr habt vorher nur Leute verkauft mit einer 2 in der Postleitzahl vorne, oder? Nein. Nein. Ja, habt ihr schon jemanden gehabt aus Niederlanden? Ja. Aus den Niederlanden? Ehrlich? Nein, noch nicht. Das wird sich jetzt ändern. Ja, denn ihr seid ja direkt an der Grenze. Es gibt keinen Grund, warum nicht hierher zu kommen. Ja. Ihr könntet auch die so vorbereiten, dass man die Niederlande zulassen könnte. Ja, genau. Okay. Genau, natürlich, klar. Ja, natürlich. Und wir sprechen sehr gut Englisch. Echt, wenn du mal sagst, zum Beispiel Hello. Hi.
Hi. Hi. So schön. Sag mal, die sind schon nett, oder? Was? Ist das wichtig, ja, dass man so, ja, sag mal, sich so ein bisschen wie Family fühlt? Ja, ja, dass man auch Vertrauen hat und dass man sich mag. Also ich fand das schon sehr, sehr von Vorteil. So, ja. Dann vielen, vielen Dank. Bitte, gerne. Euch allen. Und ja, da steht er, das Fahrzeug ohne Namen. Aber er heißt ja Malgiros, heißt er. Er heißt Globe. Globe heißt er. Okay, also Globe und dann je nach Größe 4 Meter, 4000, Globe 5000, dann 5 Meter lang. Und so, das ist der Name bei euch intern? Ja, das ist der Name intern, den vergeben wir dann auch und ja. Emmert Fahrzeugbau Globe. So, und das ist jetzt der Globe 4000. Globe, das Modell heißt Globe 4000, genau. Ja. Expeditionsfahrzeuge oder Weltreisemobile heißen bei uns Globe. Jetzt habe ich's. Und alle anderen Fahrzeuge heißen dann Rescue. Also da vorne steht es auch. So, Globe, ja, da oben steht es auch drauf. Das ist das Logo für Expedition, also das Icon bleibt immer gleich, aber das Globe-Emmert-Logo und wir haben ein Rescue-Emmert-Logo. Also statt Globe steht dann das. In Spielzeuglänge, nee, in Spielfilmlänge heute. Ganz große Dokumentation über die Firma Emmert Fahrzeugbau aus Lingen. Und Maria, hast du gut gemacht. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.